Herzlich willkommen und schönen guten Abend alle zusammen hier zu unserem dritten Interhomines Gesprächsabend in diesem Jahr. Es handelt sich dabei um eine Gesprächsreihe zu politischer Traumatisierung, so wie die Themen bei uns in der Einrichtung entstehen. Also wir arbeiten mit politisch Verfolgten, ganz hauptsächlich mit Geflüchteten. Und heute Abend ist der zweite Gesprächsthema zu dem Oberthema Flucht aus Deutschland, Flucht nach Deutschland. Da geht es uns darum, auch eine gewisse historische Einordnung zu diesem Thema vorzunehmen. Der erste Gesprächsabend fand im Dezember statt mit Dr. Martin Auerbach. Das ist der Direktor von AMCA Israel, ist dort eine größere Einrichtung mit mehreren Zweigstellen, die Holocaust-Überlebenden und den nachfolgenden Generationen psychosoziale Hilfen anbietet. Und der heutige Abend schließt da an, sozusagen. Wenn Sie den ersten sehen möchten, dann können Sie das auf unserer Website tun. Da kann man das abrufen oder auch auf unserem YouTube-Kanal. Dort ist das eingestellt und kann dort angesehen werden. Der heutige Gesprächsabend handelt um das Werk und die Person der politischen Philosophin Hannah Arendt, was insofern zum Fluchtthema passt, als sie als Jüdin 1933 selber aus Nazi-Deutschland fliehen musste, aus Berlin. Hier war sie auch eine Woche in Gestapo-Haft gewesen. Sie floh dann zuerst nach Südfrankreich, wurde dort in dem Lager Gurs inhaftiert und dann weiter über Portugal nach New York, wo sie dann bis zum Ende ihres Lebens wohnt. In New York schrieb sie dann 1943 das Essay We Refugees, wir Flüchtlinge, das, um das es heute Abend gehen soll, oder was sozusagen das Auftaktthema war. Und sie beschreibt darin den Flüchtling als eine paradigmatische Figur in einer Zeit, in der sich nach dem Zerfall der Nationalstaaten im 19. Jahrhundert dann im 20. Jahrhundert eine sich globalisierende Massengesellschaft herausgebildet hat, die als systematisch ausgestoßene, überflüssige, rechtlose produziert. Und darum soll es heute gehen, wie also man hier zu einer Weltrechtsgemeinschaft oder etwas Ähnlichem kommen kann. Ich freue mich sehr, dass wir für dieses anspruchsvolle Thema einen sehr kompetenten und hochkarätigen Gesprächspartner gewinnen konnten, nämlich Professor Dr. Dr. Heiner Bielefeld, der den Lehrstuhl für Menschenrechte und Menschenrechtspolitik innehat an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Ich möchte unseren Gesprächspartner mit einer kleinen Anekdote, einer persönlichen Anekdote vorstellen. Und zwar, ich habe vor bald 20 Jahren mal ein Seminar besucht, ein zweisemestriges an der FU Berlin mit dem Thema Philosophie der Menschenrechte. Nach dem ersten Jahr hatte ich so ein bisschen Einblick gewonnen, ein bisschen Überblick gekriegt über die theoretischen Menschenrechtsansätze und fand das aber alles nicht so ganz befriedigend. Dachte immer, ich weiß nicht, das ist zwar sehr interessant und anregend, aber trifft nicht so ganz den Kern der Sache. Und dann stöberte ich so nach einem Jahr ein bisschen da in der Bibliothek rum, zog ein Buch aus dem Regal mit dem Titel Philosophie der Menschenrechte von Heiner Bielefeld. Der Autor war mir bis dahin nicht bekannt gewesen, das Buch auch nicht. Hab dann so 3-4 Seiten in der Einführung reingelesen und kann mich noch genau erinnern, wie ich dann dachte und zu mir selber sagte, endlich. Endlich jemand, der also vom Ton her die Sache der Menschenrechte trifft und das dann auch in einer Definition bündeln kann, nämlich Menschenrechte als Antworten auf strukturelle Unrechtserfahrungen. Das ist dein Zugang, das ist sozusagen deine Definition, Heiner, die ich auch heute noch sehr richtig finde und auf die ich praktisch immer beziehe, wenn es um die Menschenrechte geht. Heiner Bielefeld war dann 6 Jahre lang Direktor des Deutschen Instituts für Menschenrechte
Und er war 6 Jahre lang UN-Sonderberichterstatter für Religions- und Weltanschauungsfreiheit. Schon einige Zeit davor, und deswegen ist das so passend für den heutigen Abend, hatte er eine sehr lesenswerte Einführung geschrieben in Hannah Arendts politisches Denken mit dem Titel Wiedergewinnung des Politischen. Und ich denke, das ist ein ähnlich treffender Titel wie schon die Definition über die Menschenrechte. Und ich halte es für wirklich verdienstvoll, das so auf diesen Titel gebracht zu haben, weil Hannah Arendt ja ein sehr heterogenes Werk hinterlassen hat. Sie hat ja kein System erarbeitet oder sowas, sondern, du wirst nachher noch darauf eingehen, sie hat ohne Geländer gedacht. Und dann ist es natürlich besonders schwierig, das auf den Punkt zu bringen, worum ging es Hannah Arendt denn eigentlich, jetzt mal im ganz großen Bogen gesehen. Und da denke ich, Wiedergewinnung des Politischen, das ist genau die treffsichere Aussage hier. Und das soll dann auch der thematische Spannungsbogen sein heute Abend. Also die Menschenrechte als Antworten auf strukturelle Unrechtserfahrungen einerseits und dann Hannah Arendts Werk, wo es um die Wiedergewinnung des Politischen geht, andererseits. Und dieser Spannungsbogen festgemacht an der Figur des Flüchtlings, an dem sich erarbeiten lässt, oder das war jedenfalls Arendts Ansatz, wie eine weltweite Rechtsgemeinschaft eigentlich beschaffen sein könnte. Und da freuen wir uns jetzt sehr, Heiner, dass du uns teilhaben lässt an deiner jahrelangen intensiven Expertise in diesen ganzen verschiedenen Ämtern. Ich möchte gerne etwas zur Struktur sagen dieses Abends. Also die erste Hälfte, so eine Stunde ungefähr, wird Heiner Bielefelds Vortrag sein. Da schließt sich dann noch ein Input von mir an. Nicht so lang, nicht so lang, nicht so lang. Also, bitte? Ich werd nicht eine Stunde reden. Ja, okay. Also alles zusammen jetzt auch mit der Einführung so um die eine Stunde oder so. Und dann wollen wir in die freie Diskussion übergehen in der zweiten Hälfte. Wir hatten das aber so verabredet, dass auch der Vortrag jetzt kein Frontalmonolog sein soll, sondern dass du gerne unterbrochen werden darfst und ich dann natürlich auch, wenn da schon Fragen und Anregungen auftauchen, sodass wir da gleich von Anfang an lebendigen Austausch kommen. So, Heiner, dann würde ich dich jetzt bitten, uns da eine Übersicht zu geben und uns, wie gesagt, da an deinen Erfahrungen teilhaben zu lassen. Ja, vielen Dank, Freihard. Vielen Dank Ihnen allen, diese Interesse am Thema haben. Ich hatte ein Papier produziert, das eigentlich verschickt werden sollte per E-Mail mit einer Strukturskizze. Darf ich unterstellen, dass Sie das haben? Ich sehe, das ist die Gliederung, ne? Das ist nur eine Gliederung. Genau. Das ist nur eine Gliederung, genau, die das es haben wir, etwas ja. einfacher macht, nicht nur zuzuhören, sondern auch im Falle von Interventionen zwischendurch dann den Faden wieder aufzunehmen. Ja? Also, okay. Aber gut, ich werde mich also grob daran orientieren. Und wie Freiheit gerade schon sagte, es geht um Hannah Arendt und paradigmatisch dieser kleine Text. Ich werde allerdings diesen kleinen Text, Wir Flüchtlinge von Hannah Arendt, jetzt nicht im Modus der Exegese bearbeiten, sondern, wie es für Hannah Arendt angemessener ist, als einen Impuls nehmen. Als einen Impuls, um mit Arendt zu denken. Man kann aber nicht nur mit Arendt denken, man muss immer auch gegen sie denken. Also sie ist provokativ, sie gibt Impulse. Irgendwie kann man ihr nie so ungebrochen folgen. Mir gelingt es nicht, aber ich glaube, sie will das auch gar nicht. Also Hannah Arendt ist eine Denkerin, die keine Schülerschaft um sich gruppiert, sondern in der Tat essayistisch denkt, ohne Geländer denkt, wie sie es selber mal metaphorisch zum Ausdruck gebracht hat. Und ja, oft löst sie auch Verwirrungen aus. Also ich denke, ihr Modus ist das freundschaftliche Streitgespräch.
Hannah Arendts Modus ist genau das. Und man könnte das Motto inter homines, esse, unter Menschen sein, auch genauso verstehen. Also tatsächlich, um den richtigen Weg freundschaftlich, freundlich zu streiten. Und ich glaube, das ist ihr Modus des Denkens. Inter homines esse ist nicht nur eine Art politisches Programm, es ist auch tatsächlich ihr eigener Denkstil. Also ausprobieren, gucken, wie andere reagieren, manchmal über das Ziel hinauszuschießen, lieber ein bisschen zu provokativ als langweilig zu sein. Also das ist so die Art. Und die ist dann auch bereit, sich immer auch wieder zu korrigieren oder korrigieren zu lassen. Hannah Arendt hat jedes Label für sich selber verweigert. Also es wäre ja naheliegend, sie eine politische Philosophin zu nennen. Das hat sie aber immer dezidiert abgelehnt. Offenbar klang ihr das zu schulmeisterlich, zu glatt, zu etabliert. Und ich wäre fast geneigt zu sagen, sie ist eine Querdenkerin, wenn nicht der Begriff des Querdenkens gerade für etwas obskure Angelegenheit in Beschlag genommen worden ist. Da wäre Hannah Arendt ganz gewiss nicht dabei. Bei den jetzt selbsternannten Querdenkern, da wäre sie ganz sicher nicht dabei. Also so kann man sie nicht mehr nennen. Vielleicht müssen wir deshalb sagen, sie ist eine Schrägdenkerin. Also der Begriff ist jedenfalls noch nicht besetzt. Ich bin jetzt mal so frei, das einfach vorzuschlagen. Jedenfalls, also bei ihr ist immer ein Moment auch von Weigerung da, von nicht sich einfügen in politische Traditionen, auch in Traditionen, denen sie selber sehr viel verdankt. Die Zeitungslektüre war für sie mindestens genauso wichtig wie das Studium der Klassiker. Also Kant, Aristoteles, also Klassiker, mit denen sie sich auseinandersetzt, aber sie war im Grunde immer auch geprägt von dem, was gerade aktuell los war, von den Fragen der Zeit. Ich glaube, um Zugang zu Hannah Arendts Denken zu finden, muss man auch ihre Biografie in Umrissen wenigstens kennen. Also Freihardt hat eben schon ein paar Punkte genannt. Es ist eben eine Biografie, geprägt von Erfahrungen, von politischen Grenzerfahrungen, Flucht, Internierung, Staatenlosigkeit, also jahrelange, an die zwei Jahrzehnte lange Staatenlosigkeit. Und Staatenlosigkeit von ihr empfunden auch als Situation faktischer Rechtlosigkeit. Also eine alte Metapher, die sie immer wieder aufgreift, vogelfrei, ja, vogelfrei sein. Also das ist ein Stück weit auch in ihrer eigenen Biografie. Schon als Kind war sie gelegentlich rebellisch, ist ab und zu aus der Schule ausgesperrt worden, fand aber in ihrem Elternhaus immer Rückhalt, auch für ihr, ja, ihren rebellischen Charakter. Und als Jüdin, auch das ist vorweg schon angeklungen, musste sie Deutschland verlassen. Sie hat offenbar das auch sehr früh schon gemerkt. 1933, sie hatte die Witterung dafür, dass sich da was zusammengebraut hatte, was es unmöglich machen würde, dass sie in Deutschland bleibt. Und dann eben der Weg über Frankreich, Internierungslager, dann irgendwann in die USA. Und naja, bis sie dann da als Staatsbürgerin und am Ende auch Lehrstuhlinhaberin ihren Weg machte, waren viele, viele Hindernisse zu überwinden. Also Erfahrung des Ausgegrenztseins. Das bringt sie übrigens dann in Verbindung mit dem Judentum, mit ihrem Judentum und mit dem Judentum überhaupt. Also das Jüdischsein war für sie weniger ein religiöses Thema. Wahrscheinlich hätte sie sich so ähnlich wie Max Weber selber als religiös unmusikalisch bezeichnet. Aber es steht genau für diese strukturelle Heimatlosigkeit. Und in einem ihrer Bücher, vor allem jetzt bei Rachel Farnhagen, da macht sie es dann fest, die Juden, die dann oft so vor dem Dilemma standen, entweder sich einzupassen in die Gesellschaft oder irgendwie am Rande zu bleiben, zerrissen zwischen
der Karikatur des Parvenu, irgendwie der sich anpassende Aufsteiger, der aber doch irgendwie verachtet wird. Oder auf der anderen Seite der Paria, der Outcast. Also sie beschreibt das auch in dieser Doppelmetapher Parvenu und Paria. Und für sie selber ist völlig klar, Parvenu will sie auf keinen Fall sein. Dann lieber Outcast. Also dann lieber Paria. Ein Stück weit war das so. Und sie hat ihre Paria-Existenz aber eigentlich nie so verstanden, dass sie da im Schmollwinkel bleibt, sondern aktivistisch. Also sich vom Rande her irgendwie einzubringen, kritisch einzubringen, hineinzufunken in den Mainstream, manchmal auch hineinzuschlagen, ja, in den Mainstream. Und das, glaube ich, erklärt einen Ton, der ihre Schriften durchzieht, nämlich der Tonfall des Sarkasmus. Ich glaube, Hannah Arendt ist zutiefst sarkastisch. Sarkasmus ist ja eine Art Humor, aber ein galliger, ein bitterer Humor. Und ich glaube, für sie selber auch eine Form, Widerstand zu leisten. Also sie neigt überhaupt nicht zum Lamentieren. Schmollwinkel, das gibt's nicht, ja, sondern irgendwo dieser sarkastische Tonfall. Und ich will das an einem Zitat, an zwei Zitaten, aus diesem kleinen Büchlein deutlich machen, Wir Flüchtlinge. Also jetzt das Zitat, unsere neuen Freunde, das ist übrigens schon sarkastisch, das wird man gleich merken, unsere neuen Freunde in der neuen Heimat. Unsere neuen Freunde verstehen kaum, dass sich hinter allen unseren Schilderungen vergangener Glanzzeiten eine menschliche Wahrheit verbirgt, dass wir nämlich einst Menschen gewesen sind, um die sich andere gekümmert haben, dass unsere Freunde uns gern hatten und dass wir sogar bei den Hausbesitzern dafür bekannt waren, dass wir unsere Miete pünktlich bezahlten. Es gab eine Zeit, da konnten wir einkaufen und U-Bahn fahren, ohne dass uns jemand sagte, wir seien unerwünscht. Ende des Zitates. Die neuen Freunde verstehen das nicht, deshalb sind die neuen Freunde offenbar auch nicht so ganz echt. Und dann also der bittere Sarkasmus, wir waren einst Menschen. Ja, wir waren einst irgendwie normal. Das ist uns abhandengekommen. Ja, das normale Einkaufen, U-Bahn fahren, normale Verrichtung des Alltags, das sind vergangene Glanzzeiten. Ja, Glanzzeiten. Also das normale Menschsein wird sozusagen im Präteritum hier angesprochen, ist weg, ist irreversibel verloren. Da ist ein Bruch, der nicht mehr geheilt werden kann. Nochmal ein kleines Zitat aus diesem Büchlein. Wenn wir gerettet wurden, fühlten wir uns gedemütigt. Und wenn man uns hilft, fühlen wir uns erniedrigt. Ist auch krass. Ist krass. Die Erfahrung, also Verweigerung der Augenhöhe, auch wenn man rettet. Auch bei den Philanthropen, die sich um die Flüchtlinge bemühen, die Augenhöhe wird dann oft verweigert. Ja. Und hier Arendt bittet nicht, fleht nicht, lamentiert nicht, sie fordert nicht einmal, sondern sie reagiert mit dem ihr ganz eigenen Sarkasmus, diesem galligen Humor. Also vielleicht haben Sie auch mal Interviews von ihr gesehen, es gibt ja so mit Gauss, Günter Gauss, so ein berühmtes Interview, wo sie dann ja, mit ihrer Raucherinnenstimme, ja, irgendwie so eine kaputte Stimme, aber immer irgendwie auch dieses gallige Lachen aufbringt. Ja? Ein sehr eigener Widerstandsgeist, der daraus spricht. Darf ich da was zufügen, ja. Heiner? Ja, gern. Weil du gerade zwei Zitate vorgelesen hast. Ich habe hier auch mal drei Zitate, sarkastische Zitate, polemische Zitate herausgeschrieben, die sich speziell auf die Menschenrechte beziehen. Da komme ich auch noch drauf, natürlich. Ja, kommst du noch drauf? Ja. Ja, oder soll ich die nachher bringen?
Ja, du, vielleicht machen wir es doch nachher, denn nicht, okay. dass es genau dieselben sind. Könnte ja sein. Könnte ja genau, könnte sein, dass es genau dieselben sind. Okay. Ja. Also in der Tat, ich würde jetzt dann hier in dieser Gliederung auf den zweiten Punkt kommen, nämlich auf die Menschenrechte, genauer gesagt, auf das Recht auf Rechte. Also wahrscheinlich gibt es keine Formel von Hannah Arendt, die so häufig zitiert worden ist. Das Recht auf Rechte. Und oft wird zitiert ohne Kontext und dann klingt es manchmal sogar recht bieder oder recht glatt. Und ich glaube, wenn man Hannah Arendt gerecht werden will, auch den Erfahrungen, die darin zum Ausdruck kommen, dann muss man auch dieses immer im Tonfall des Sarkasmus hören. Da ist auch ganz viel sozusagen bitterer Humor irgendwie drin. Es gibt das Recht auf Rechte als das einzige Menschenrecht. Das einzige Menschenrecht. Also Hannah Arendt als Menschenrechtstheoretikerin ist vor allem eine Menschenrechtsskeptikerin. Also, und zwar die Skepsis ist massiv. Nicht nur 1943, als sie dieses Essay schrieb, auch dann 5 Jahre später gegenüber der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, dem Mutterdokument des internationalen Menschenrechtsschutzes. Auch dem gegenüber bleibt sie ausgesprochen kritisch, skeptisch. Die Menschenrechte sind ihr zu idealistisch, zu philanthropisch, zu glatt. Und zwar, die Skepsis gilt nicht nur gegenüber der Verwirklichung bzw. Nichtverwirklichung der Menschenrechte. Schon der Anspruch als solcher passt ihr nicht so. Der ist ambivalent. Klammerbemerkung, ich folge ihr in diesem Punkt dezidiert nicht. Klammer zu. Aber man muss es erstmal zur Kenntnis nehmen. Also die Menschenrechte sind für Hannah Arendt zu wenig lebensweltlich, zu abstrakt, man könnte auch sagen, zu unpolitisch. Und jetzt kommt in der Tat ein ganz wichtiger Begriff, nämlich das Politische bei Hannah Arendt. Politik nach Arendt ist sehr lebensweltlich. Politik ist immer konkret, face to face. Also Menschen, die miteinander handeln, die vor allem miteinander reden. Und zwar miteinander reden in einer Sprache, man kann vielleicht auch übersetzen, ja, aber trotzdem immer in bestimmten Sprachen, in einer bestimmten Lebenswelt, mit Blick auf gemeinsame Erfahrungen oder auch auf unterschiedliche Erfahrungen, aber der Erfahrungsbezug ist auch immer wichtig. Also Politik ist Community-Erfahrung. Also Hannah Arendt in gewisser Weise ist eine Kommunitaristin. Das ist jetzt auch ein Begriff, der für ganz vieles steht und naja, also sie fügt sich auch da nicht so locker ein in irgendeine Tradition, aber trotzdem kann man das, glaube ich, so sagen. Und als kommunitaristische Denkerin bleibt sie reserviert gegenüber den universalen Menschenrechten, den Rechten des Menschen als Menschen, den Rechten gleichsam des nackten Menschen. Denn Rechte müssen für Arendt konkret sein, haben immer ihren Index in Zeit und Raum in bestimmter Gesellschaft. Die Abstraktheit oder vermeintliche Abstraktheit der Menschenrechte ist ihr nicht geheuer. Und auch da will ich ein Zitat bringen, jetzt nicht aus diesem kleinen Büchlein anderswoher. Zitat von Arendt, da merkt man jetzt auch die Reserve. Unsere neuesten Erfahrungen scheinen gleichsam experimentell zu beweisen, dass Menschenrechte nichts sind als eine sinnlose Abstraktion. Sehr harte Worte. Sehr harte Worte. Damit also schlägt sie im Grunde den philanthropischen Bemühungen, Rechte zu postulieren, erstmal ins Gesicht. So, umso wuchtiger jetzt das Postulat, ein Recht gibt's doch. Das steht dann, sagen wir mal, umso kraftvoller heraus, nämlich ein Recht auf Rechte. Also da will ich noch einiges zu sagen. Das
erschließt sich nicht alles in einem Rutsch. Das Recht auf Rechte, das eine Menschenrecht, das einzige Menschenrecht Ihrer Meinung nach, also nicht ein Recht, das irgendwie in einer Liste unterschiedlicher Rechte steht, vielleicht unterschiedlicher Rechte auch irgendwie halbwegs untergeht, sondern es steht heraus als das einzige Recht, das Ihrer Meinung nach das Prädikat Menschenrecht überhaupt verdient, nämlich das Recht, dazuzugehören. Das Recht, Mitglied einer Gemeinschaft der Menschen zu sein, zu werden, reinzukommen. Und ich meine, sie postuliert es nicht irgendwie idealistisch, sondern nutzt diese Figur des einen Menschenrechts eigentlich, um die Erfahrung des Ausgeschlossenseins zu spiegeln. Also Menschenrechte sind auch hier wiederum in der Tat Antwort auf eine ganz massive Unrechtserfahrung. Also das Skandalon, dass Menschen an den Staatsgrenzen buchstäblich hängen bleiben, im Niemandsland eher hausen als leben, ja, in Lagern, in improvisierten Zeltstätten, irgendwie vielleicht durchgefüttert, aber eben niemals auf Augenhöhe mit den anderen. Noch einmal das eben schon mal genannte Zitat hier. Wenn wir gerettet wurden, fühlten wir uns gedemütigt. Und wenn man uns hilft, fühlen wir uns erniedrigt. Vielleicht kann ich da jetzt noch Zitat beisteuern, weil es hier an der Stelle, glaube ich, gerade besonders gut passt, dass ich jetzt auch an den Flüchtlingen und Menschenrechte zusammenbringt. Das Zitat ist: Nicht eine einzige Gruppe von Flüchtlingen ist je auf die Idee gekommen, an die Menschenrechte zu appellieren. Mit den Großmächten hatten die Staatenlosen zumindest eines gemeinsam: die gleichgültige Verachtung für die Gesellschaften zum Schutz der Menschenrechte. Das ist hart. Hart, ja. Ganz hart. Ich meine, dahinter steht jetzt für Arendt auch eine systematische Erfahrung, nicht nur eine persönliche Erfahrung, also wenn man so will, eine historische Situation, nämlich die Situation, dass sich der Territorialstaat mit bestimmten definierten und geschützten Außengrenzen weltweit durchgesetzt hat. Also der Territorialstaat, eigentlich ein neuzeitliches Produkt, ja, das sich vom Territorium her definiert, ist global zum Ordnungsmodell avanciert, hat sich global als Ordnungsmodell durchgesetzt. Und damit, sagt Arendt, gibt es jetzt nicht mehr die Möglichkeit, irgendwo in unbekannte Fernen auszuschweifen und irgendwo ein neues Land, eine neue Heimat zu finden. Also man muss erstmal reinkommen. Man muss erstmal irgendwo reinkommen. Und die Erfahrung ist, die Türen sind zu. Also das ist eine Erfahrung des 20. Jahrhunderts, sehr anders als Erfahrung etwa im 18. Jahrhundert, wenn man in Berlin sich anguckt, dieses böhmische Dorf, da in Neukölln, ne, wo dann der Soldatenkönig da auch steht, der die Ankömmlinge aus Salzburg, die Flüchtlinge Flüchtlinge aus Böhmen und sonst wo gerne hereingewunken hat. Man wollte offene Landschaften peuplieren, unterbevölkerte Landschaften. Ja. Irgendwie also das Problem, früher war eher rauszukommen aus den Staatsgrenzen. Berliner Mauer haben wir nicht vergessen, das ist auch im 20. Jahrhundert gelenkt noch ein Problem. Aber wenn man mal rauskam, da kommt man darauf hoffen, irgendwo reinzukommen, vielleicht sogar begrüßt zu werden, vielleicht sogar von den Herrschenden begrüßt zu werden als Produktivfaktor. Ja, es gab sogar Konkurrenzen um Flüchtlinge. Ja, soll man jetzt nicht romantisieren, darum geht es auch gar nicht. Aber die Erfahrung jedenfalls im 20. Jahrhundert, der Territorialstaat hat sich als Ordnungsmodell so durchgesetzt, dass möglicherweise alle Grenzen zu sind. Die Erfahrung hat man gemacht. Das sind dann die Displaced Persons nach den Weltkriegen, die buchstäblich eben nicht mehr irgendwo reinkommen, die vielleicht rauskommen aus ihren Gesellschaften, aber nirgendwo mehr reinkommen und dann hängen bleiben. Refugees in Orbit,
Also irgendwie hin und her titschen, ja, hin und her titschen, also nicht mehr Fuß fassen können, an den Zäunen, an den Grenzen hängen bleiben. Ja. Und ich glaube, die Bilder dessen sind uns aktuell ganz präsent auf Lesbos, Moria oder an den Zäunen in Ungarn, ja, wo dann wilde Camps stattfinden, Menschen genau hängen bleiben. Oder in Nordafrika, Ceuta. Ja, das sind genau die Bilder, jetzt auch in der Gegenwart. Aber eben das, sagt Hannah Arendt, eine Erfahrung des 20. Jahrhunderts. Und das ist sozusagen der Hintergrund ihres Rechts auf Rechte. Rechte überhaupt, also das Recht, das fundamentale Recht, über irgendwie reinzukommen in eine Situation, in der Rechte dann, die Plural, die vielen Rechte, relevant werden können. Das eine Recht, das diesen vielen Rechten im Grunde als Wirklichkeitsbedingung vorausgeht. Jetzt kommt ein Zitat, in dem sie diese historische Situation zum Ausdruck bringt. Also Zitat, dass es so etwas gibt wie ein Recht, Rechte zu haben, wissen wir erst seit Millionen von Menschen aufgetaucht sind, die dieses Recht verloren haben und zufolge der neuen globalen Organisation der Welt nicht imstande sind, es wieder zu gewinnen. Das Recht auf Rechte steht genau für diese Erfahrung und ist insofern keine philanthropische Idee, sondern zunächst mal brutale Wirklichkeit oder ein Reflex auf eine brutale Wirklichkeit. So, das war jetzt der zweite Punkt. Jetzt kommt der dritte in meiner Gliederungsskizze. Ein gewisser Wechsel der Perspektive. Ich habe das mal genannt. Prekäre Perspektiven eines sich entwickelnden Weltbürgerrechts. Und hier verlasse ich ein bisschen die Hannah Arendt. Ich komme aber wieder darauf zurück. Also, ich habe es angedeutet. Ich selber folge Hannah Arendt nicht. Vor allem auch nicht ihrer Rede von dem einen Menschenrecht. Ich glaube, das ist zwar eine ganz wichtige Beobachtung, die sie da zu Wort bringt, aber dahinter steht zugleich ein Kategorienfehler, der resultiert aus einer überscharfen Differenzierung zwischen Menschenrechten einerseits und Bürgerrechten, Staatsbürgerrechten andererseits. Also diese Differenz ist an sich altbekannt, aber von Hannah Arendt wird sie überscharf. Warum überscharf? Ich glaube, was sie nicht ausreichend im Blick hat, ist, dass ganz viele der grundlegenden Rechte tatsächlich beides gleichzeitig sind. Menschenrechte und Staatsbürgerrechte. Also schauen wir bei uns ins Grundgesetz etwa. Die meisten Rechte oder viele Rechte, die im Grundgesetz stehen, im Grundrechtsabschnitt, sogenannte Jedermann-Rechte, klingt so ein bisschen altmodisch. Jedermann hat das Recht so und so und so. Das sind Rechte, die kommen den Staatsbürgern zu, aber auch nicht nur den Staatsbürgern. Also etwa Meinungsfreiheit. Meinungsfreiheit ist nicht nur ein Recht der Staatsbürger. Das haben die Citizens genauso wie die Non-Citizens. Religionsfreiheit, Gewissensfreiheit haben die Citizens und haben auch die Non-Citizens. Allgemeine Handlungsfreiheit. Gewerkschaftsfreiheit. Also es gibt auch übrigens der Zugang zu Rechtsmitteln. Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht. Das haben die Citizens, auch die Non-Citizens. Dieselbe Struktur übrigens auch in der Europäischen Menschenrechtskonvention. Viele Rechte für Citizens und für Non-Citizens. Genauso auf der UN-Ebene. So, und dann gibt es aber einige Rechte, die gelten nur für die Citizens, also Staatsbürgerrechte im engeren Sinne des Wortes, vor allem das Wahlrecht, das politische Wahlrecht. So, und auf der anderen Seite der Skala gibt es jetzt ein paradigmatisches Recht. Das gilt der Struktur nach nur für die Non-Citizens. Für die Non-Citizens, und das ist vor allem das Asylrecht. Also das Asylrecht kann einem Citizen, einem Staatsbürger, einer Staatsbürgerin nicht zukommen.
Und das ist jetzt im Grunde genommen, Asylrecht sozusagen steht ja besonders dicht für das, was Hannah Arendt meint, das Recht auf Rechte, das Recht reinzukommen. Das Asylrecht und das, was dann daran noch weiter hängt, also auch Recht dann irgendwann mal eingebürgert zu werden, Rechte auch auf Integration. Also es ist nicht Asylrecht plus, ja, jetzt in einem eher untechnischen Sinne. Das steht sozusagen paradigmatisch für das, was Hannah Arendt, ich finde, fälschlich nennt das einzige Menschenrecht. Also sie unterscheidet eben, alles andere sind für sie Staatsbürgerrechte. Sie übersieht so ein Stück weit, dass sich da die Kategorien eigentlich weitgehend überlappen. Ich würde das, was Hannah Arendt hier formuliert, anders formulieren. Ich würde nämlich sagen, das Asylrecht jetzt im ganz weiten Sinne, Asylrecht plus irgendwann die Perspektive der Einbürgerung und so weiter, dieses ist das einzige Menschenrecht, das einzige aus den mehreren Menschenrechten, das der Struktur nach so etwas wie eine weltbürgerrechtliche Rahmenordnung voraussetzt. Das einzige Menschenrecht, das zugleich Weltbürgerrecht ist. Weil es eben das einzige ist, das nur für die Non-Citizens gilt, der Struktur nach, und deshalb voraussetzt eine Form überstaatlicher Kooperation, um dieses Recht zu gewährleisten. Mit den Worten Hannah Arendt, ich gehe jetzt mal wieder, nachdem ich den Sprachgebrauch etwas verschoben habe, zu Hannah Arendt direkt zurück. Also nach Hannah Arendt müsste dieses Recht, Zitat, von der Menschheit selbst garantiert werden. Zitat Ende. Und da kommt noch ein weiteres Zitat. Es geht dann, ob das möglich ist, ist durchaus nicht ausgemacht. Zitat Ende. Also hier wieder Arendts Skepsis. Und diese Skepsis ist ja mehr als berechtigt. Wir kriegen das ja nicht einmal innerhalb der EU halbwegs angemessen hin. Also die Solidaritätsverweigerung innerhalb der EU mit Blick jetzt gerade auf Moria zum Beispiel ist ja geradezu atemberaubend. Das Gefeilsche um die Aufnahme von ein paar Dutzend Kindern oder Jugendlichen eigentlich entwürdigend, eigentlich ein Hohn für Artikel 2 des Lissabonner Vertrags, die Grundwerte der EU. Also ich, Hannah Arendt hat ja einen wichtigen Punkt gesehen, wenn auch, wie gesagt, meiner Meinung nach kategorial so ein bisschen schräg eingebracht. Und wie wichtig das ist, kann man auch zeigen anhand der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. 1948, das Mutterdokument des internationalen Menschenrechtsschutzes, in vieler Hinsicht ein tolles Dokument, aber nicht in jeder Hinsicht. Es gibt ein paar Schwachpunkte und der schwächste aller Schwachpunkte ist Artikel 14. Artikel 14. Artikel 14 ist schon fast eine Art Lebenslüge. Ich lese es mal vor. Everyone, ich sage es gleich auf Deutsch, everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution. Also jeder Mensch hat das Recht, in anderen Ländern Asyl zu suchen und zu genießen. To seek and to enjoy. Was ist daran die Lebenslüge? Der entscheidende Punkt fehlt. Also suchen ist ja fein. Und wenn man es hat, darf man es auch haben. Was fehlt ist to obtain, the right to obtain. Also tatsächlich genau der Punkt, der für Hannah Arendt so wichtig ist. Ja? Das Recht reinzukommen, das Recht in einen substanziellen, auch angemessen dichten Rechtszusammenhang überhaupt reinzukommen, das ist hier irgendwie untergebracht. Das kommt gar nicht vor. Ja? Es wird sozusagen umschifft. Und als man dann aus der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte verbindliches Völkerrecht gemacht hat, in den 60er Jahren, der Pakt über bürgerliche und politische Rechte, der Pakt über wirtschaftliche, soziale, kulturelle Rechte, die die Substanz der allgemeinen Erklärung im Völkerrecht umgießen, hat man diesen Artikel 14 schlicht fallen gelassen. Also hier zeigt sich ein Schwachpunkt und zeigt sich, wie Hannah Arendt, also auch die Skepsis von Hannah Arendt, ein Stück weit berechtigt ist. Also der Schwachpunkt, also das Recht, an dem alles hängt,
jedenfalls für die Non-Citizens, dass sie irgendwann auch mal Citizens sein können, dass sie jedenfalls reinkommen können. Ja. Wird irgendwie am Anfang noch verschwiemelt postuliert, aber wenn es dann hart auf hart kommt, rutscht es raus aus der völkerrechtlichen Verbürgung, aus der völkerrechtlichen Ausgestaltung. Nicht ganz. Also ich meine, es gibt sozusagen Elemente dessen, was dann im Laufe der Zeit doch positiv rechtlich erarbeitet worden ist. Deshalb habe ich dieses Kapitel meines Vortrags ja genannt, prekäre Perspektiven, ja, prekäre Perspektiven eines Weltbürgerrechts. Also es gibt Elemente, das Prinzip des Non-Refoulement, also niemand darf an der Grenze einfach zurückgeschoben werden in eine Situation, wo etwa Folter passiert. Das haben wir völkerrechtlich in der Antifolterkonvention gehärtet. Das steht auch, das ist auch in der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte erarbeitet worden. Aber es ist ja noch nicht das volle Recht auf Rechte. Es ist nur eine negative Voraussetzung, ja, also jedenfalls nicht einfach abgewiesen werden zu können. Also das hat juristisch an Konturen gewonnen, aber nicht nur bleibt es zurück hinter einem vollen Asylrecht, es wird natürlich auch in der Praxis weitestgehend unterminiert. Und zwar insbesondere durch Pushback-Aktionen, das ist ja allgemein bekannt, ich glaube, das muss ich nicht näher ausführen. Also Pushback-Aktionen, die dazu führen, dass man im Grunde genommen die faktische Grenze von der juristischen Grenze differenziert, also eine faktische Grenze immer weiter nach vorne verlegt und zwischen der juristischen Grenze und der faktisch bewährten Grenze eröffnet sich dann womöglich ein Raum faktischer Rechtlosigkeit. Sozusagen ein organisierter Raum faktischer Rechtlosigkeit. Und was die EU an ihren Außengrenzen da eröffnet an Rechtlosigkeit, hat strukturell, wie ich finde, durchaus Ähnlichkeiten mit Guantanamo. Das ist jetzt sehr polemisch formuliert. Es ist sehr polemisch formuliert, aber trotzdem eine strukturelle Analogie besteht eben darin, dass sich hier tatsächlich ein Raum eröffnet, in dem faktische Rechtlosigkeit droht. Es gibt dann immer auch ein paar gute Nachrichten, etwa, dass der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte dann klargestellt hat, auch auf hoher See im Mittelmeer gilt das Refoulement-Verbot doch. Also in einem berühmten Urteil 2012, das haben somalische und eritreische Flüchtlinge und ihre Unterstützungsgruppen erstritten, hat der Europäische Gerichtshof gesagt, also nein, das geht nicht. Also ihr könnt nicht sozusagen die faktische Grenze verschieben und dann effektiv Kontrolle ausüben und euch um dieses elementare völkerrechtliche Prinzip des Refoulement-Verbotes, des Non-Refoulement herumdrücken. Ja? Also da hat die Gerichtsbarkeit dann auch wieder dagegen gehalten. Also insofern, das ist sozusagen ja, ein Spiel, aber faktisch wissen wir, dass also das Recht auf Rechtsgemeinschaft doch auf diese Weise zurückgedrängt wird, effektiv zurückgedrängt wird. Kleines Zwischenfazit, das, ja? Und das würde dann noch aber bedeuten, dass bei allem Menschenrechtsfortschritt und bei allen Positivierungen, ja, die es mittlerweile gegeben hat, dieser Stachel sozusagen, also die Aporien der Menschenrechte, ja, die Arendt formuliert hat, dass die, wenn du hier von einer faktischen Rechtlosigkeit vieler, ja, Geflüchteter sprichst, dass dieser Stachel immer noch sehr tief drinsteckt, ja, im Fleisch, weiß Gott, der Menschenrechtsbewegung. Weiß Gott, und ich meine, deshalb, bei allen genau, Missverständnissen und Kategorienfehlern, ja, ja, die sie da an der einen oder anderen Stelle möglicherweise, genau, begangen hat. Genau, also ich, wie gesagt, Kategorienfehler, das ist das eine, aber die Beobachtung bleibt ja relevant. Ja? Die Beobachtung, ja, bleibt relevant, und dass das Ganze der Menschenrechte auch in seiner Glaubwürdigkeit buchstäblich baden geht, ja? Wenn bestimmte Menschen sehenden Auges draußen gehalten werden und sei es um den Preis, dass sie buchstäblich untergehen. Also da ganz konkret
leidet die Glaubwürdigkeit auch der EU als einer Wertegemeinschaft, die sich den Menschenrechten verpflichtet fühlt, so Lissabonner Vertrag, natürlich ganz erheblich. Ganz erheblich. Also das ist in der Tat, der Stachel sitzt drin, er sitzt tief drin. Ja? Also um ein kurzes Zwischenfazit, der Slogan Asylrecht ist Menschenrecht ist ja hochgradig plausibel. Ich würde noch eins draufsetzen und sagen, ohne Asylrecht hängen die Menschenrechte buchstäblich in der Luft. Jedenfalls für eine zunehmende Zahl von Menschen. Ja, und also das Ganze der Menschenrechte hängt ein Stück weit in der Luft. Das ist Hannah Arendts Einsicht, die sie dann eben formuliert hat in diese, ich finde, etwas zugespitzte Figur des einen Menschenrechts. Asylrecht, auch das hat sie gesagt, verlangt ein hohes Maß an Koordination. Eigentlich verlangt es, dass wir ein Stück weit menschheitlich agieren können. Also in einer Arbeitsteilung, Verantwortungsteilung über Staatsgrenzen hinaus. Arendts Worte, die Menschheit selber als Subjekt eigentlich. Ja, und da ist sie ganz skeptisch, ob das jemals funktionieren wird. Skepsis leider Gottes sehr berechtigt, weil wir nicht mal in der EU erleben, dass das funktioniert. Also die völkerrechtliche Ausgestaltung des Asylrechts ist bislang nur rudimentär rechtlich geschehen und faktisch wird selbst dieses rudimentär ausgestaltete Asylrecht dann auch immer noch massiv unter Druck gesetzt. Also das ist sozusagen die Situation, in der wir nach wie vor stehen. Und das rechtfertigt in der Tat den sarkastischen Tonfall Hannah Arendts von damals eigentlich auch heute noch. Ich will es aber nicht dabei belassen. Also ich will noch ein Lichtpunkt jetzt mal nennen. Es geht ja beim Recht auf Rechte nicht nur darum, dass Menschen den Fuß auf den Boden kriegen, irgendwo in einem Land, das vielleicht neue Heimat werden könnte, sondern es geht ja darum, dass sie auch irgendwann staatsbürgerliche Rechte bekommen können. Und da gab es jetzt durchaus interessante Entwicklungen auch in jüngerer Zeit. Und das möchte ich an einem Beispiel kurz illustrieren, nämlich der Konvention aus den 60er Jahren zur Abschaffung aller Formen rassistischer Diskriminierung. Also eine ganz alte Menschenrechtskonvention aus den 60er Jahren, Mitte der 60er. Diese Konvention lässt die Differenz von Citizens und Non-Citizens schlicht bestehen. Also wird damals in den 60er Jahren gesagt, ja, Citizens, Non-Citizens, Staatsbürger, Nicht-Staatsbürger ist kein Thema für uns. Ich zitiere aus dem ersten Artikel: This convention shall not apply to distinctions, exclusions, restrictions or preferences made by a state party to this convention between citizens and non-citizens. Also auch Exclusions of non-citizens, erstmal kein Problem. Mitte der 60er Jahre. Okay, da hätte man sicher auch damals schon anders drüber denken können und wahrscheinlich haben auch eine ganze Menge Leute das eher problematisch gesehen. Aber jetzt der interessante Punkt, der UN-Ausschuss, der für das Monitoring dieses Vertrages zuständig ist, hat dann im Jahre 2004 die Sache fast umgedreht und in einer General Recommendation, da will ich jetzt nicht im Einzelnen drüber reden, was das ist, klargestellt, dass eine rechtliche Ungleichbehandlung von Non-Citizens zumindest diskriminierungsverdächtig ist. Also da müssen Staaten gute Gründe haben. Also wenn man zum Beispiel das politische Wahlrecht an der Staatsbürgerschaft festmacht, okay, das kann man vielleicht begründen, aber Ausschluss aus sozialstaatlichen Gewährleistungen, nee. Ja. Also es ist sozusagen diskriminierungsverdächtig und damit hat man sozusagen diese damals noch gewährte Ausgrenzungsoption für die Staaten, hat man jetzt doch weitestgehend zurückgenommen. Gleichzeitig hat dieser Antirassismusausschuss der UNO auch gesagt, auch der Weg zur Staatsbürgerschaft darf nicht auf Dauer verweigert werden. Also auch das, da gibt es immer noch große Ermessungsspielräume der Staaten, aber es ist nicht mehr einfach Ausfluss staatlicher Souveränität darüber nach Belieben zu entscheiden. Ein Stück weit ist die sozusagen menschenrechtlich dann doch
stärker eingefangen worden. Also ein kleiner Schritt dann doch in Richtung des Arendtschen Rechts auf Mitgliedschaft in einer Rechtsgemeinschaft. Das sind sozusagen kleine, hart erkämpfte juristische Schritte. Und wie gesagt, mit der juristischen Klarstellung haben wir die Wirklichkeit natürlich noch lange nicht gestaltet. Ja. Okay, das war jetzt ein langer Punkt. Ich weiß nicht, können wir vielleicht mal kurz durchatmen. Das meiste ist jetzt wirklich vorbei. Also ich habe jetzt noch ein Kapitel und dann noch ein paar abschließende Bemerkungen. Ist ja sehr spannend. Das vierte Kapitel, sozusagen fast das letzte, habe ich jetzt genannt. Klingt komisch. Die angezielten diversen Rechte innerhalb des Rechts auf Rechte. Also meistens, wenn man das Recht auf Rechte, meistens guckt man nur auf den ersten Teil dieser Formel. Das Recht auf Rechte. Das eine Recht, das einzige Recht. Was ist das für ein Ding? Ja? Jetzt gucke ich mal auf die andere Seite dieser Gleichung. Was sind denn diese Rechte? Was sind denn diese vielen Rechte, die dabei intendiert sind, ne, für die das eine Recht den Weg weisen soll? Und da will ich jetzt ein paar Takte zu sagen, und zwar mit Arendt und gegen Arendt. Also erstmal gegen Arendt. Gegen Arendt. Diese vielen Rechte, Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Vereinigungsfreiheit, Gewerkschaftsfreiheit, das sind auch Menschenrechte. Also gegen Arendts Reservierung des Begriffs für die andere Seite. Auch das sind Menschenrechte. Recht auf freie Wahl des Ehepartners, Recht auf Bildung, Recht auf Gesundheit. Also all das sind Menschenrechte. Und zu diesen vielen konkreten Rechten sagt Arendt an sich ganz wenig. Ich glaube aber, dass es durchaus sinnvoll sein kann, ein Motiv von Hannah Arendt für deren Interpretation ganz stark zu machen. Und das ist ein Motiv, das die ganze Zeit über uns schwebt, nämlich inter homines oder inter homines esse, unter Menschen sein. Was bedeutet, all diese Menschenrechte sind relationale Rechte. Wenn ich das sage, hat das eine Pointe, die gleich, glaube ich, noch klarer wird. Es sind relationale Rechte. Das ist nicht so trivial, wie es vielleicht klingt. Also das heißt, es sind alles Rechte, die im Grunde Beziehungen stiften und die in dieser beziehungsstiftenden Funktion auch ihren Grund haben. Kurzes Zitat von Anna Arendt, hier nochmal aus diesem, wenn man so will, Leitmotivbüchlein. Der Mensch ist ein geselliges Tier und sein Leben fällt ihm schwer, wenn er von seinen sozialen Beziehungen abgeschnitten ist. Zitat Ende. Hier sagt sie ausnahmsweise mal, der Mensch ist ein geselliges Tier. Normalerweise legt sie Wert darauf, dass man gar nicht von dem Menschen im Singular sprechen soll, sondern von den Menschen im Plural. Also sie zieht den Plural immer wieder vor. Menschenrechte sind relationale Rechte. Ich war letzte Woche... Kurze Zwischenfrage, Heiner. Ja. Ist das eine eingeführte Kategorie, relationale Menschenrechte, oder ist das jetzt sozusagen eine Interpretation? Also ich finde sie gut. Das ist keine etablierte Kategorie. Also ich meine, ich bilde mir nicht ein, dass ich der Einzige bin, darüber redet. Also man findet das schon mal, Relational Rights, man findet das durchaus. Aber es ist jetzt nicht, sagen wir mal, wirklich etabliert. Ne? Es ist nicht wirklich etabliert. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, das zu betonen. Ich komme gerade von einer Konferenz aus Bielefeld. Da gab es, so Debatten auch, sind die Menschenrechte Individualrechte oder Kollektivrechte? Und Individualrechte hat das nicht vielleicht sogar was mit Neoliberalismus, Individualismus und so weiter und so fort und so weiter. Und da waren, also manche Debatten waren auch so ein bisschen schräg. Und ich dachte, verdammt nochmal, also es ist doch so wichtig zu betonen, Menschenrechte sind nicht in diesem Sinne Individualrechte, als dass sie Rechte seien des isolierten Individuums. Das ist so eine alte Figur der Menschenrechtspolemik, übrigens vor allem auch der linken Menschenrechtspolemik, Marx. Ne? Der findet man auch in rechter Variante. Menschenrechte sind
allesamt relational und deshalb übrigens auch nicht einfach Verlängerung neoliberaler Individualisierungstendenzen. So nicht so ohne weiteres. Nehmen wir ein Beispiel, für mich geradezu paradigmatisch, die Versammlungsfreiheit. Okay, jetzt kann man sagen, die Versammlungsfreiheit kommt jedem einzelnen Menschen zu. Ja, kann man sagen, Individualgrundrecht, jedem einzelnen Menschen. Aber Sinn macht sie ja nur, wenn Menschen aus der Einsamkeit rausfinden. Also das heißt, es ist eine beziehungsstiftende Kategorie, Versammlungsfreiheit. Und wie das Beziehungen stiften kann, das sehen wir jeden Tag im Moment vor den Fernsehschirmen, Belarus. Ist ja irre. Ja? Menschen also aus der Einsamkeit, aus der Einschüchterung raus versuchen, sich zu solidarisieren, was ja wahnsinnig schwer ist. Oder vor einem Jahr, mittlerweile zerschlagen Hongkong, mittlerweile auch durch natürlich Corona und manches andere irgendwie zertreten und zerschlagen. Aber Hunderttausende von Menschen, also einfach ungemein beeindruckend unter dem Regenschirm-Symbol, um das Tränengas abzuwenden. Da geht es doch darum, dass Menschen aus der Isolierung rauskommen. Kann man sagen, jeder hat das Recht, jedes Individuum, aber der Struktur nach geht es um Beziehung. Und ich würde sagen, das ist paradigmatisch. Das gilt für die Versammlungsfreiheit. Das gilt auch für die Vereinigungsfreiheit. Ja, was denn sonst? Das gilt für die Gewerkschaftsfreiheit. Gilt übrigens auch für die Religionsfreiheit. Hat ganz viel mit Gemeinschaft zu tun. Das gilt für Ehe und Familie. Es gilt für die Meinungsfreiheit. Meinungsfreiheit ist nicht nur die Freiheit der individuellen Äußerung. Früher hat man gesagt Pressefreiheit. Das ist der traditionelle Begriff. Es geht darum, Diskurs zu ermöglichen. Diskursgemeinschaft zu ermöglichen. Ja? Inter homines esse. Inter homines esse und auch die Justizgrundrechte haben die Funktion, den Menschen in der ganz schwierigen Situation der Haft zum Beispiel oder wenn sie vor Gericht stehen, eine Incommunicado-Situation zu ersparen. Also eine Situation, ausgesperrt zu sein aus der Menschenwelt. Incommunicado. Also auch in diesen Situationen, wenn man Rechenschaft ablegt, möglicherweise bei einem Strafgericht, man ist in Beziehung, Kontakt zu einem Anwalt, Kontakt zur Familie. Ja, das zumindest ist die Struktur. Also alle Menschenrechte, ob bürgerliche, politische, wirtschaftliche, soziale, kulturelle, sind relationale Rechte. Und ich glaube, nur so machen sie Sinn. Und wenn man das, ich glaube, wenn man diese Komponente betont, dann ist man auch ein bisschen geschützt davor, gegen so manche Polemik, die Menschenrechte schlichtweg in Verlängerung des neoliberalen Kapitalismus sieht, wo alle Menschen nur vereinzelt werden. Ich glaube, das ist in der Tat nicht die Funktion der Menschenrechte, nicht der Sinn der Menschenrechte. Also es geht um Beziehungen. Und hier, dazu hat Anna Arendt selber fast nichts gesagt. Also ich rede jetzt sozusagen mit ihr und gegen sie, indem ich dieses Motto inter homines esse, als Interpretament der Menschenrechte im Plural stark mache, von denen sie übrigens sagt, das sind gar keine Menschenrechte, weil sie es eigentlich nur im Singular sieht. Also nee, man merkt, wie ich es ein bisschen sie drehe und wende, aber möglicherweise hätte sie gar nichts dagegen. Ja, wird sie vielleicht protestieren, aber eigentlich besser man wendet es, als dass man immer nur so triviale Formeln im Munde führt, die dann auch nichts mehr sagen. Und die von Hannah Arendt recht kritisch gesehene Allgemeine Erklärung der Menschenrechte hat übrigens einen Auftakt, den ich persönlich viel eindrucksvoller finde als den Auftakt im Grundgesetz, wenn davon der Menschenwürde die Rede ist. Also im Grundgesetz ist es der Singular. Die Würde des Menschen, der Mensch und seine Würde. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Der Einzelne und der Staat. Das hat natürlich auch einen historischen Hintergrund, das hat auch durchaus was Großartiges. Aber mir persönlich gefällt viel besser der Auftakt in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Da ist nämlich von den Menschen und ihrer Würde im Plural die Rede. Recognition of the inherent dignity of all members of the human family. Ja, die inhärente Würde aller Mitglieder der menschlichen Familie. Es ist die Pluralität und mit der Familienmetaphorik, die jetzt vielleicht auch nicht jedem gefällt, aber mit der Familienmetaphorik auch von vornherein dichte Beziehung. Ja? Also auch hier Relationalität, auch Menschenwürde, ist ein relationaler Begriff. Und im allerersten Satz der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte
die ja, wie gesagt, auch ein paar Lebenslügen hatte, muss ich nicht wiederholen, kommt das eigentlich, wie ich finde, wunderbar zum Ausdruck. Also gegen Hannah Arendt würde ich doch sagen, es gibt nicht nur ein einziges Menschenrecht, aber mit Hannah Arendt, der Zugang zu dieser Beziehungsstruktur ist natürlich in der Tat für die Menschenrechte ein ganz besonderes Problem, eine ganz besondere Herausforderung, und das hat sie sozusagen sehr stark markiert. So, ich komme jetzt zu meinen Schlussbemerkungen. Also das geht jetzt in der Tat schnell. Also am Lass Anfang habe ich... Lass dir ruhig Zeit. Bitte? Lass dir ruhig Zeit. Nö. Muss nicht hetzen, gar nicht. Also ich habe ja am Anfang schon gesagt, Hannah Arendt ist sarkastisch. Also ihr Grundton ist Sarkasmus. Aber Sarkasmus ist nicht Zynismus. Ich glaube, es ist ganz wichtig, diese Differenz zu markieren. Was ist der Unterschied? Sarkasmus ist Ausdruck eines Leidens an den Verhältnissen. Sozusagen der bittere, schwarze, gallige Humor. Man leidet an den Verhältnissen. Der Zyniker leidet nicht mehr. Der Zyniker bezieht sogar so ein relatives Überlegenheitsgefühl daher, dass er nicht mehr leidet. Ja, dass er das irgendwie hinter sich hat. Und jetzt irgendwie den vermeintlichen großen Überblick, den kalten Überblick gewonnen hat. Also ein besonderes Überlegenheitsdünkel, das aus sich aus Zynismus speisen kann. Sarkasmus und Zynismus, manchmal sind sie nah beieinander scheinbar, sind aber, glaube ich, grundverschieden. Hannah Arendt ist sarkastisch, aber niemals zynisch. Ich glaube, heute besteht eine große Gefahr darin, dass wir in Zynismus abgleiten, weil es ja um unsere Welt nicht gerade toll bestellt ist. Ja, es steht schlecht um die Menschenrechte. Wir erleben, dass der Multilateralismus, auf den man manche Hoffnung gesetzt hat in den Nullerjahren, ne, internationale Strafgerichtsbarkeit, wird ja mit dem Vorschlaghammer traktiert. Also die Dinge werden zerschlagen. Es steht schlecht um die EU, die ja doch mal das intensivste Experiment sein sollte in Sachen Multilateralismus. Vielleicht kommt das ja auch wieder. Begriffe wie Weltbürgerrecht, da traut man sich gar nicht mehr in den Mund zu nehmen. Ja, also die Gefahr in Zynismus und Hoffnungslosigkeit, in Fatalismus, in Resignation abzugleiten, ist groß. Und woher kann man Hoffnung nehmen, eben damit das nicht passiert, damit man nicht im Zynismus endet? Ich glaube, da ist es wichtig, sich doch eine Sensibilität zu wahren für kleine Durchbrüche. Ich habe eben ein paar genannt schon, also sozusagen bei dem Versuch, dem Recht auf Rechte Konturen zu gewähren. Es gibt auch Durchbrüche, kleine, und die bleiben auch umstritten. Aber es gibt auch ganz aktuell ein paar interessante Entwicklungen. Etwa das Gerichtsverfahren in Koblenz. Ich finde es großartig. Das Gerichtsverfahren eröffnet gegen zwei syrische Folterknechte. Das heißt, der eine war gar kein Knecht, der war ein Folterkommandant, möglicherweise. Ja? Mutmaßlich, muss man sagen. Der Prozess läuft ja noch. Das Besondere daran ist, die Verbrechen, um die es dabei geht, sind nicht in Deutschland geschehen. Es gibt gar keinen Bezug zu Deutschland. Weder die Täter sind Deutsche, noch die Opfer sind Deutsche, noch das Territorium ist irgendwie deutsch, nichts, gar nichts. Es gibt nur einen Bezug, nämlich der gemeinsame Erdball. Völkerstrafrecht. Das ist ein Fall, in dem das Völkerstrafgesetzbuch von 2002 zur Anwendung kommt. Das heißt, deutsche Gerichte, wenn sie das Völkerstrafgesetzbuch in Anschlag bringen, sprechen im Grunde Recht im Namen der Menschheit, nicht im Namen des Volkes. Also nicht, dass sie es so im Munde führen, ja, aber der Struktur nach ist es nicht im Namen des Volkes, sondern antizipierend für eine Menschheit, die ja oft gar nicht mehr greifbar ist im Moment. Aber es gibt auch eine ganze Reihe von Ermittlungsverfahren, übrigens auch sonst der Generalstaatsanwaltschaft, zu Verbrechen in Syrien, in Deutschland ermittelt derzeit. Das heißt, ein Stück weit treten deutsche Gerichte ein in die Lücke, die der internationale Strafgerichtshof hinterlassen hat, weil er nicht so funktioniert, wie er hätte funktionieren sollen. Also der internationale Strafgerichtshof hat doch in vieler Hinsicht auch Enttäuschung verbreitet. Aber jetzt
Koblenz ist ein Stück weit eine Kompensation. Ich finde es toll. Ich finde es ungemein wichtig. Wo würdest du das Hauptdefizit sehen beim Internationalen Strafgerichtshof, wenn er so enttäuschte? Na gut, als er damals 1998 auf den Weg gesetzt wurde, 2002 fing er dann an zu arbeiten, dachte man, noch sind die USA nicht dabei. Noch ist Russland nicht dabei. Noch ist China nicht dabei. Heute wird niemand mehr sagen, noch sind die nicht dabei. Also wenn man bedenkt, dass auch die USA Sanktionen verhängen, ja, Sanktionen gegen Menschen, die in diesem Gericht Recht sprechen. Ist ja verrückt. Völlig verrückt. Ja, also brachiale Opposition, aber sicher auch internes Missmanagement. Also es brechen auch Staaten weg, die damals dafür waren. In Afrika große Debatten. Also da gibt es schon viele Enttäuschungen. Da gibt es viele Enttäuschungen. Aber wie gesagt, ich will jetzt gerade mal sagen, das Glas ist nicht ganz leer. Ich will nicht sagen, es ist halb voll, aber es ist nicht ganz leer. Das ist vielleicht die bescheidene Botschaft, die man aber stark machen muss. Und das allerletzte, also worauf ich im Moment doch einige Hoffnung gründe, die Jugendbewegung unserer Zeit. Also die Klimaprotestbewegung, die eine Bewegung ist, auch gegen die kleinen Räume, gegen den Rückzug in den eigenen, in die Illusion einer geschlossenen Welt. Eine Bewegung auch gegen die kleinen Zeiträume. Kleine Zeiträume und sei es auch Legislaturperioden sind nicht die Größenordnung, die wir brauchen, um diese Riesenprobleme zu gewinnen. Also eine Bewegung, die über Grenzen hinausgeht, über räumliche, über zeitliche Grenzen hinaus und gegen einen angeblichen Realismus, der den Blick auf die Wirklichkeit im Grunde ja nur verweigert. Was ich faszinierend finde, ist, dass diese Bewegung, Klimabewegung, die Fridays for Future, geprägt sind von einer ganz neuen Mischung aus Utopie und Dystopie. Ja, also ist ja nicht einfach utopisch. Also Greta Thunberg ist das Gegenteil der telegenen, utopischen Charismatikerin. Das Gegenteil. Ja? Also das hat, da ist ganz viel geradezu Dystopie. Mit Dystopie allein geht es auch nicht. Also man braucht auch die Kraft der positiven Vision. Aber es ist diese Mischung aus Utopie und ganz viel Realismus. Also geradezu dystopischem Realismus, die dieser Bewegung eine erstaunliche Kraft verleiht. Wer hätte geglaubt, dass die, ja auch unter Corona-Bedingungen ist alles schwer, aber nach wie vor an Vitalität nicht eingebüßt hat. Das war kein kurzfristiges Phänomen. Und also ich sehe darin schon eine Quelle praktischer Hoffnung darauf, dass die weltbürgerliche Perspektive, an der das Recht auf Rechte letztlich hängt, doch nicht verloren ist. Vielen Dank. Jetzt bin ich tatsächlich fertig. Wir danken dir, Heiner. Das war sehr dicht und sehr spannend und sehr interessant, sehr anregungsreich. Ein bisschen habe ich mich jetzt am Ende doch gewundert über die Nüchternheit, also dass du das so den Menschenrechtsfortschritt doch eher nüchtern bewertest. Da hätte ich jetzt ein bisschen was anderes erwartet, aber ist so und finde ich gut. Und, wenn man bei Hannah Arendt einsetzt, ist man so ein bisschen auf die Stimmung getrimmt. Ja? Und das ist auch gut so. Ich habe jetzt ein bisschen Scheu, direkt da noch in mein Input reinzugehen, sozusagen, wie man Arendts Werk auch für die psychosoziale Praxis fruchtbar machen kann und würde jetzt da lieber nochmal 5 bis 10 Minuten zwischenschalten für direkte Nachfragen oder Kommentare oder Auseinandersetzungen mit dem, was du gesagt hast. Gibt es das aus der Runde? Beiträge? Falls Sie was sagen wollen, bitte nicht vergessen, die Mikrofone dann anzustellen wieder. Wahrscheinlich habe ich alle erstmal tot geredet oder müde geredet.
Ich glaube, dass wir alle da jetzt recht beschäftigt sind über diesen dichten Bogen, den du da geschlagen hast und gezogen hast. Ja, ich hatte jetzt da schon an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen was im Petto, aber vielleicht bringen wir das dann doch nachher. Es sei denn, es möchte nicht jemand jetzt noch was einbringen. Das ist nicht der Fall. Ja, ich sag mal was. Also ich fühle mich nicht in der Lage, dazu jetzt einen qualifizierten Kommentar abzugeben, aber ich möchte mich herzlich bedanken. Ich habe eine Reihe Sachen einfach wirklich neu und im Zusammenhang gut verstanden und es war eine super bereichernde Stunde gerade für mich. Vielen Dank, das freut mich zu hören. Ja. Ich denke, so geht es uns allen. Aber dann denke ich, hänge ich jetzt doch noch mal ein bisschen was dran. Versuche mich auch da möglichst kurz zu halten und da einfach nur einen Abriss zu machen. Der Rahmen, in dem dieser Gesprächsabend stattfindet, ist ja der einer psychosozialtherapeutischen Einrichtung für Geflüchtete. Und insofern passt das natürlich auch wunderbar, natürlich mit einem menschenrechtlichen Anspruch. Und da stellt sich jetzt die Frage, wie man Arends Werk denn direkt fruchtbar machen kann für die psychosozialtherapeutische Praxis. Und das versuchen wir zu erreichen mit unserer Grundkonzeption und Rahmenkonzeption des normativen Empowerments. So habe ich das damals genannt. Könnte man übersetzen mit menschenrechtliche Hilfe zur Selbsthilfe. Also normativ würde ich hier so in einem also menschenrechtlichen Sinne verstehen, Empowerment eben als Hilfe zur Selbsthilfe. Es handelt sich also um den allgemeinen psychosozialen Empowerment-Ansatz, den es ja schon seit Jahrzehnten gibt, der bei uns aber zugeschnitten wird auf politisch Verfolgte im Allgemeinen und politisch verfolgte Geflüchtete im Besonderen. Und da ist Arend eine der wichtigsten Referenzautorinnen dafür, nicht die einzige, es gibt auch noch andere Autoren der politischen Philosophie und der Soziologie, aber Arend ist sehr wichtig, wenn nicht die wichtigste, und deswegen haben wir unsere Einrichtung ja auch nach ihr benannt. Und ich habe mich jetzt vorhin sehr gefreut, dass du das Interhominis oder Interhominis Esse so betont hast und auch das Relationale und auch das Menschenrecht auf Gesundheit. Hier jedenfalls, ich bin mir nicht sicher, ob du es erwähnt hast, aber es gehört jedenfalls da auch mit. Hast du, ja? Mhm. Ja. Weil da würde ich gerne, das fände ich ganz gut, da nachher vielleicht noch ein bisschen mehr dazu zu hören, weil das natürlich genau der Brückenschlag dann auch zu unserem Ansatz ist. Ich möchte normatives Empowerment kurz vorstellen mit drei Thesen, so griffig wie möglich. Und da dann immer versuchen, eine Verbindung herzustellen zu Hannah Arendt. Die erste These ist, dass Interhominis politische Lebenswelt, das hast du auch eingangs schon betont, also Politik ist für Arendt nicht etwas, da geht es nicht in erster Linie um Parteien, da geht es nicht in erster Linie um Institutionen, sondern da geht es darum, wie das Miteinander, das gemeinsame Sprechen und Handeln erlebt wird. Insofern ein politischer Lebensweltansatz. Und da wäre meine Behauptung nun die, dass man hier vor allem fünf gesellschaftspolitische Dimensionen unterscheiden kann. Die erste Dimension wäre die Macht. Für Arendt ein politisches Grundphänomen schlechthin. Macht, die also kommunikative Macht, so hat Habermas dann später genannt, die entsteht, wenn Menschen gemeinsam sprechen und handeln, Einfluss gemeinsam gewinnen. Und da habe ich mich jetzt sehr gefreut, dass du Fridays for Future angesprochen hast, weil das ist ja nun gerade das Beispiel par excellence, wie hier auf der Straße und von der Straße heraus von jungen Menschen, Stichwort Natalität, Stichwort Geburtlichkeit,
und so also Einfluss und Macht gewonnen wird und die etablierte Politik auch darauf reagiert. Und wie? Also sehr erstaunlich, hätte man vor 2 Jahren noch ja nicht für möglich gehalten. Zweite gesellschaftspolitische Dimension, Recht, / Gerechtigkeit. Da möchte ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen, weil das war jetzt hauptsächlich Gegenstand deines Vortrags, also das Recht, Rechte zu haben. Dritte gesellschaftspolitische Dimension, Wahrheit. Ich kann mich erinnern, als ich vor vielen Jahren ausgearbeitet habe, da war das für mich erstmal noch kontraintuitiv. Wahrheit, braucht man das überhaupt? Inwiefern ist das eine politische Dimension? Aber das hat Aaron natürlich auch schärfstens erkannt mit ihrem Essay Wahrheit und Politik. Und das ist ja unglaublich aktuell geworden jetzt. Sie sagt darin, dass Politik von sich aus zur Lüge neigt, weil sie interessenorientiert ist, unterscheidet dann noch Vernunftwahrheiten und Tatsachenwahrheiten, fordert dann aber doch am Ende eben wegen dieser gemeinsamen Lebenswelt, in der wir uns befinden, Wahrhaftigkeit ein, in Bezug auf Tatsachenwahrheiten, in Bezug auf Vernunftwahrheiten. Und wenn man sich da jetzt den amerikanischen Präsidenten mit seinen mindestens 18.000 Lügen vor Augen hält, dann wird sehr klar, wie unglaublich vorausschauend, hellsichtig und scharfsichtig Hannah Arendt gewesen ist mit solchen Thematisierungen. Vierte gesellschaftspolitische Dimension, Freiheit. Da wird sie sehr emphatisch und sagt, Freiheit ist geradezu der Sinn und Grund von Politik. Und fünftens schließlich Öffentlichkeit, also ihre starke Betonung des öffentlichen Raums, in dem überhaupt Handeln und Macht und diese anderen Dimensionen sich entfalten können. Und da glaube ich sogar, dass, wollte ich dich fragen, Heiner, ob das richtig ist, dass Arendt nicht sogar die erste Theoretikerin war, die die Öffentlichkeit jetzt im modernen Sinne in die Politik, Philosophie eingebracht hat? Oder gab es da noch diverse Vorläufer? Du hast jetzt gesagt, die erste Theoretikerin. Okay. Ja, das kann schon sein. Also Frauen hatten in den politisch-theoretischen Debatten lange Zeit nicht viel zu melden. Vielleicht hätten sie ja viel sagen können, aber sie hatten nicht die Chance. Ansonsten glaube ich, da muss man doch weiter historisch zurückgehen. Also etwa bei Kant ist es auch als Dimension ganz klar, also das Publizitätsprinzip, als Testfrage auch politischer Legitimität. Was, was sozusagen die öffentliche Debatte erträgt, das ist gut. Das, und wo man sich da herummogeln muss, das ist doch irgendwie verdächtig. Also tatsächlich die Tauglichkeit zur öffentlichen Debatte als ein Prüfkriterium, was bei Kant im ewigen Frieden Ende des 18. Jahrhunderts ausgearbeitet. Aber so richtig stark gemacht jetzt, jedenfalls in der letzten Zeit, da hat doch Arendt schon einen sehr großen Anteil dran. Also sie hat sie ganz großen Anteil. Sie hat natürlich ihren ganz eigenen Ansatz. Das ist schon ganz anders. Ja? Das ist ganz anders, auch mit den manchmal wiederum überscharfen Differenzierungen zwischen dem Öffentlichen und dem Privaten, womit sie dann vielleicht auch manchen feministischen Bewegungen eher so ein bisschen ihr Rücken fällt geradezu. Also sie neigt dazu, Differenzierungen zu überspitzen und dann gleitet es manchmal auch schon ein bisschen ins Problematische ab. Das würde ich ja auch sagen. Okay. Dann komme ich jetzt zu der zweiten These von normativem Empowerment, nämlich, dass diese gerade genannten Dimensionen in Verfolgerstaaten, mache ich jetzt auch mal recht pauschal, also zum Beispiel diejenigen Verfolgerstaaten, aus denen die meisten unserer Klientinnen und Klienten kommen, Teilrepublik Tschetschenien, Syrien, Bürgerkriegsland, Somalia als Failed State, Iran als eine islamistische Diktatur. Dass das diese 5 Dimensionen in solchen Ländern in ihr Gegenteil verkehrt werden,
dass da also aus Macht der ersten Dimension Gewalt und Terror wird. Das ist ja, hat Arendt ja sehr griffig unterschieden. Macht ist bei ihr eher positiv konnotiert, Gewalt und Terror natürlich negativ. Und du hast schon das Beispiel Belarus gebracht. Da kann man, denke ich, das, was Arendt gemeint hat, gerade ganz, also sozusagen täglich in der Tagesschau sehen. Also die Macht der Straße gegen die Schlagstock-Einsätze, also Terror und Gewalt von Seiten der Machthaber. Das resultiert dann natürlich in Ohnmachtserleben auf Seiten der Verfolgten, die das also abkriegen, die inhaftiert werden, die auch in der Haft dann nochmal misshandelt werden, bis gefoltert werden. Und das konstituiert dann eine politische Traumatisierung. Also wenn man Trauma mal versteht als ein ein Komplex von Ohnmachtserinnerungen, von Ohnmachtserleben, der sich quasi zusammengeballt hat und dann innerlich im inneren Erleben virulent wird. Dann zweitens die Verkehrung der zweiten Dimension Recht und Gerechtigkeit in Unrecht. Man spricht ja sogar ausdrücklich von Unrechtsstaaten. Also der unrechteste Unrechtsstaat ist sicherlich die Nazi-Diktatur gewesen, was Arendt dann ja auch beschrieben hat, wo Schauprozesse stattfinden, wo es zu einer politischen Instrumentalisierung der Justiz kommt. Da möchte ich mal kurz das Beispiel Türkei erwähnen, wo Kolleginnen und Kollegen von uns, die also psychologisch, therapeutisch, psychosozial mit Opfern schwerer Menschenrechtsverletzungen arbeiten, wo die jahrelang mit schikanösen Gerichtsprozessen überzogen wurden und ihre Energien so gebunden waren, dass sie gar nicht mehr so richtig oder nur erschwert ihrer eigentlichen Arbeit nachgehen konnten. Dann drittens, Wahrheit wird verkehrt in Propaganda, in politische Lüge. Nehmen wir den Fall Nawalny jetzt ganz aktuell, politischer Mord mutmaßlich und dann auch mit diversen Lügen verbunden. Viertens, Unfreiheit. Also die Dimension der Freiheit wird in Unfreiheit verkehrt. Ich habe gerade schon das Beispiel Belarus gebracht. Inhaftierung, Lager, das Lager als Nomos der Moderne, so ist es, so hat jemand das bei Arendt aufgegriffen. Arendt ist ja selber auch in einem Internierungslager gewesen in Gürs. Ganze System von Geheimgefängnissen, von Folterkellern und Kerkern, die in solchen Verfolgerstaaten notorisch aufgebaut werden. Und dann die fünfte Verkehrung schließlich, Öffentlichkeit. Das wird verkehrt, pervertiert in Nicht-Öffentlichkeit, wo also keine transparenten Debatten stattfinden, wo kein Austausch von Argumenten stattfindet, sondern wo einsame Entscheidungen von Seiten der Diktaturen, der Autokraten, der Klicken getroffen werden, die Öffentlichkeit vielmehr gleichgeschaltet wird und es auch keine freie Presse zugelassen wird, die eben dafür eine Meinungsvielfalt in der Öffentlichkeit sorgen kann. Das war jetzt die zweite These. Und die dritte These von normativen Empowerment ist dann die, dass wenn die solchermaßen Betroffenen, die politisch Verfolgten, die Opfer schwerer Menschenrechtsverletzungen, wenn die dann zu uns kommen als Flüchtlinge, gesamtgesellschaftlich gesehen, aber eben auch, wenn sie zu uns kommen in solche psychosozialen Zentren, um dort wegen ihrer Belastungen bis Traumata beraten, bis behandelt zu werden, dann sollten wir natürlich Konzepte bereithalten, psychosozialtherapeutische Konzepte, die auf diesen fünf Dimensionen auch entgegenwirken können. Und das möchte ich jetzt mal konkretisieren, da wird es am schärfsten und am deutlichsten am sogenannten Testimonio. Das ist die einzige therapeutische Methode, die speziell für politisch Verfolgte entwickelt wurde unter den Bedingungen der chilenischen Militärdiktatur. Bedeutet, dass die Klientinnen und Klienten ihre Verfolgungsgeschichte erzählen, berichten, dass das dokumentiert wird in Form eines Zeitzeugenberichts, der im therapeutischen Rahmen erfasst wird und dokumentiert wird. Und die Beobachtung war schon in den 70er Jahren, dass das einen therapeutischen Effekt hat.
dass das entlastend ist, dass das befreiend wirkt. Deswegen möchte ich das da auch mal beziehen. Jetzt ein bisschen mehr auf Trauma bezogen, auf die Traumatherapie im engeren Sinne bezogen, spricht man da von narrativer Exposition. Dass also das Trauma, dieser verdichtete Ohnmachtskomplex, Erinnerungskomplex, dass der nochmal konfrontiert wird und erzählt wird und aufgeschrieben wird und dokumentiert wird und dass das dann eben zu diesen therapeutischen Effekten führt. Und wenn man das jetzt mal durchdekliniert auf diese fünf Dimensionen, dann hätten wir es erstmal zu tun mit der Strategie der Ermächtigung. Wo es also darum geht, durch kommunikative Macht, natürlich in diesem Fall im psychosozialtherapeutischen Rahmen gesehen, diesem Ohnmachtserleben entgegenzuwirken. Ermächtigung, auf Englisch Empowerment, und daher hat das Ganze auch seinen Namen. Es geht also um die Vermittlung von kommunikativer Macht gegen traumatogenes Ohnmachtserleben, woraus dann eine Erhöhung der Selbstmächtigkeit erfolgen soll. Das sagen die Klientinnen manchmal auch ganz ausdrücklich. Sie sagen, ich fühle mich irgendwie stärker, mächtiger, vitaler, kräftiger. Das sind so die Aussagen, wenn das erfolgreich durchgeführt wurde. Zweite Strategie habe ich mir erlaubt, die als Errechtigung, Analogie zu Ermächtigung, Errechtigung, damit wir hier eine einheitliche Terminologie haben, zu bezeichnen. Und das kann man ganz konkret verstehen, wenn wir diese Testimonien, diese therapeutische Arbeit und Zeitzeugenberichte, wenn wir die an den Rechtsanwälten zur Verfügung stellen, damit das im Asylverfahren, das ist jetzt das, worüber du viel referiert hast vorhin, dass wir das da zur Verfügung stellen können, damit das dort ernster genommen wird und im idealen Falle dann eben auch zu einem Aufenthalt führt. Oder wir stellen sie auch einer Menschenrechtsorganisation wie Amnesty International zur Verfügung, die das dann für die Menschenrechtsarbeit verwenden kann. Dritte Strategie, abgeleitet von diesen gesellschaftspolitischen Dimensionen, ist die Erschließung von Wahrheit. Erwahrung, das habe ich mich dann doch nicht getraut, das so zu formulieren, deswegen Erschließung von Wahrheit. Und da kann man, denke ich, jetzt durchaus auch mal auf Arendts Essay verweisen, We Refugees, wir Flüchtlinge. Das ist ja im Grunde so etwas wie die eigene Lebenswahrheit oder die Existenz als Flüchtling literarisch darzustellen, zu verbinden mit allgemeinen Reflexionen, dabei sicherlich auf die eigene Person zu fokussieren, aber auch zu verallgemeinern. Das ist im Grunde das, was hiermit gemeint ist, mit Erschließung von Wahrheit. Nur dann eben relational, wenn es um Therapie geht oder Beratung geht, relational in diesem speziellen geschützten therapeutischen Rahmen. Die vierte Strategie bezieht sich auf die Dimension der Freiheit, Erfreiung, wo es also darum geht, durch die therapeutische Kommunikation, durch die therapeutische Relationalität befreiende Erfahrungen zu machen. Ist nämlich so eine Beobachtung, es gibt so einen Fachtext oder so eine Fachbroschüre mit der Überschrift, bezieht sich allerdings auf SED-Verfolgte, eingesperrt und nie mehr frei. Das ist so ein Erleben, was viele politisch Verfolgte haben, wenn sie mal inhaftiert waren und dort misshandelt wurden und sie sind dann raus aus dem Gefängnis, bleibt das innere Gefängnis weiterhin bestehen, weil eben dieser traumatische Erinnerungskomplex sie sozusagen von innen her im Griff hat. Und wenn man das dann auflösen kann bis zu einem gewissen Grad, dann macht es Sinn, hier von Erfreiung zu sprechen im Sinne dieser vierten gesellschaftspolitischen Dimension. Und fünftens, die fünfte Strategie, die der Eröffentlichung, also nicht Veröffentlichung, sondern Eröffentlichung, damit es, wie gesagt, terminologisch passt. Und das würde bedeuten, dass man dann diese Zeitzeugenberichte an die demokratische Öffentlichkeit bringt.
damit sozusagen das innere, die innere Privatisierung, da haben wir jetzt auch wieder hier, du hast von der überscharfen Differenzierung vom privaten Raum und dem öffentlichen Raum gesprochen, kann man auch wieder an Arendt anknüpfen, dass also diese Verfolgungserfahrungen privatisiert wurden, verinnerlicht wurden und dort zu virulenten traumatischen Komplexen geworden sind. Und wenn das zurückgegeben wird in Form eines Zeitzeugenberichts an die demokratische Öffentlichkeit, dann kann das einen heilsamen Effekt haben. Ich denke aber, dass es auch einen heilsamen Effekt haben kann für den Rechtsstaat, weil der nämlich, weiß ja, dass ich sehr viel halte und deine Definition von den Menschenrechten sehr, sehr triftig finde. Und wenn man das mal ernst nimmt und sagt, die Menschenrechte sind Antworten auf strukturelle Unrechtserfahrungen, und wenn die Menschenrechte aber die Vorpositive, das wäre übrigens auch noch ein Stichwort für die Arendt-Diskussion, weil das, glaube ich, ein Punkt ist, den sie auch nicht so ganz erfasst hat, dass die Menschenrechte ja eine vorpositive Geltung haben. Und wenn sie als solche die Grundlage sind für den Rechtsstaat und für Demokratie, dann muss sich dieser demokratische Rechtsstaat doch immer wieder auch seiner normativen Grundlagen vergewissern. Und das heißt, er sollte sich interessieren, er muss sich eigentlich interessieren für die Unrechtserfahrungen, die strukturellen Unrechtserfahrungen von Menschenrechtsverletzungen betroffenen Menschen. Und da haben wir dann wieder den Bogen sozusagen von der vom psychosozialtherapeutischen Setting zurück in die Gesellschaft, in die Rechtsgemeinschaft dann auch gebracht. Und das, denke ich, ist ein Zusammenhang, von dem ich mir wünschen würde, dass Hannah Arendt ihm zustimmen könnte, wenn wir uns schon quasi nach ihr benannt haben. Und das wäre jetzt auch direkt mal meine Frage an dich. Glaubst du, sie könnte dem, sie würde dem zustimmen? Wie würdest du das als Arendt-Kenner einordnen? Naja, sie ist immer für Überraschungen gut. Ne? Also kann ich jetzt nicht so einen Stempel drauf. Das wäre das Absurdeste. So eine Art Imprimatur. Ja? Schade. Ne? Schade. Damit musst du jetzt irgendwie klarkommen. Nein, ja. Ich glaube aber, dass das alles sehr viel Sinn ergibt. Und ich kann dem, was du gerade entwickelt hast, tatsächlich Schritt für Schritt folgen. Und derweil ich zuhörte, habe ich die ganze Zeit gedacht an eine Dissertation, die gerade so im Umfeld hier stattfindet. Da geht es nicht um Traumatherapie, sondern es geht um das Recht auf, in Anführungszeichen, ganz komischer Begriff, Reparationen, ganz komischer Begriff, im Kontext des Internationalen Strafgerichtshofs, was nicht heißt, da wird irgendwas repariert, aber was bedeutet, dass Menschen, Betroffene massivster Verletzungen vor Gericht eine aktive Rolle spielen. Die sind nicht nur Zeugen, die machen eine Nebenklage. Die klagen das ein. Und da geht es weniger um materielle Dinge, das soll man auch nicht trivialisieren und abtun, aber es geht vor allem darum, sich wieder als Subjekt zu erleben, das ist ein Stück Empowerment, vor Gericht als Subjekt darzustellen. Absolut. Die eigene Geschichte zu erzählen. Und zwar vor der ganz besonderen Öffentlichkeit eines internationalen Gerichts. Das ist ja nicht irgendeine Öffentlichkeit. Ja? Das ist nicht irgendein Chatroom oder sowas. Ja? Wo dann auch die Fakten ganz genau geprüft werden. Ne? Also die Prüfung, die wird mit Akribie durchgeführt. Und wenn ein Urteil ergeht, dann ist es in der Tat ein Urteil mit ganz besonderem Gewicht, weil die Schwelle zur Erarbeitung dieses Urteils ganz hoch ist und damit eine Klarstellung, eine tatsächlich Öffentlichmachung auch dessen. Und das ist so ganz, das ist für die Betroffenen ungemein wichtig. Das hat also in der Tat genau, ich glaube, es hat tatsächlich all die Komponenten, die Ermächtigung, das klingt ja im Deutschen so ein bisschen komisch, die Errechtigung, wie du es genannt hast, die Erschließung von Wahrheit, also die, auch die Feststellung, ja, auch das Festschließen geradezu von Fakten, die sonst irgendwie weggeleugnet und weggepustet werden, ne? Sich als Subjekt wieder zu erleben, Erfreiung hast du das genannt, und das in einer ganz besonders dichten Öffentlichkeit. Ja? Also all das, wie gesagt, gerade ein Dissertationsprojekt, was demnächst fertig sein wird,
da kann ich, da, in der Dissertation kommt Hannah Arendt übrigens gar nicht vor, glaube ich, ja. Aber ja, das passt. Okay. Punkt. Ja, kannst gerne vermitteln, wenn das sinnvoll ist. Ja, ja. Okay. Gut. Dann haben wir jetzt zwei größere Inputs. Erstmal deinen Vortrag, den längeren Teil und jetzt noch mein kürzerer Input, um da auch das digital anschlussfähig zu machen. Und jetzt nochmal die Frage in die Runde, ob es da jetzt Diskussionsbeiträge gibt. Ja, wir haben gemeinsam alles lahmgelegt, Freiheit. Vor allem ich natürlich. Ja, so spät am Abend, ja, dann Vortrag. Also, ich habe mich natürlich gewappnet gegen diese Situation und mir eine ganze Latte von Reservefragen. Oh Gott. Aufgeschrieben, die wir ganz bestimmt nicht alle behandeln sollten oder können. Aber nur, falls uns der Stoff ausgeht, sozusagen für die Diskussion, sonst hätte ich gerne den anderen den Vortritt gelassen. Nochmal, also auch nachdem du jetzt meinen Input kennengelernt hast, das Recht auf Gesundheit, ja, das Menschenrecht auf Gesundheit. Wie würdest du unsere psychosozialtherapeutischen Bemühungen, speziell mit Flüchtlingen, muss ich jetzt gar nicht kaprizieren auf normatives Empowerment, sondern da gibt es ja noch verschiedene andere Ansätze und andere Zentren, die sich damit befassen. Wie würdest du in das, was du vorhin ausgeführt hast, einordnen? Also, ich glaube, Hannah Arendt hat dazu kein Wort gesagt. Wir können ja jetzt nicht mit Exegese kommen, da hat sie kein Wort gesagt. Mhm. Recht auf Gesundheit ist, wie alle Menschenrechte, ein relationales Recht. Das hat ganz viel zu tun mit inter homines esse. Da kann man, also so kann man Arendt auch hier zur Geltung bringen. Es gibt einen General Comment des UN-Ausschusses für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte zum Recht auf Gesundheit. Mhm. Und das erste, ich glaube, der erste Satz lautet ungefähr, das Recht auf Gesundheit ist nicht das Recht auf Gesundsein. Das kann es nicht geben. Also es gibt kein Recht auf irgendeinen Gesundheitszustand, sondern das Recht auf Gesundheit ist ein Zugangsrecht. Ein Zugangsrecht. Dann sind wir also dann doch wieder relativ nah an dieser Arendtschen Grundfigur. Es geht um Zugang zu einer Infrastruktur des Gesundheitswesens, das sich übrigens entwickeln kann, ne, so und so und so und so. Das aber eben nicht davon abhängig sein kann, dass Menschen Kaufkraft besitzen zum Beispiel. Das auch übrigens nicht davon abhängig sein darf, ob Menschen Staatsbürgerschaft besitzen, auch nicht davon abhängig, ob sie überhaupt einen legalen Aufenthaltstitel haben. Das war ja eine Diskussion auch der letzten Jahre immer wieder mal hochgekommen. Wie ist es denn mit Menschen ohne legalen Aufenthaltstitel? Theoretisch ist die Sache klar. Sie haben den Rechtsanspruch. Theoretisch ist es völlig klar, auch zum Gesundheitswesen. Faktisch gibt es aber Stolpersteine oder Stolperdrähte, nämlich in Gestalt von des Risikos, dass das dann gemeldet wird und dass dann Abschiebung droht, weshalb es krasse Erfahrungen gibt, dass Menschen, die hier in Deutschland ohne legalen Aufenthaltstitel leben, zum Teil Krankheiten massiv verschleppen, selbst Kinder zur Welt bringen ohne ärztliche oder Hebammenassistenz, also aus lauter Angst. Und der menschenrechtliche Anspruch heißt ja, wir müssen den Zugang schaffen, dadurch, dass wir die Schwelle gering halten. Eine Möglichkeit ist sozusagen Erweiterung des ärztlichen Vertrauensschutzes auch auf Gesundheitsämter.
also sozusagen über das Umfeld des ärztlichen Handelns hinaus auch in die administrativen Tätigkeiten. Also um tatsächlich den Zugang effektiv zu gewährleisten. Damit er nicht nur theoretisch bleibt. Theoretisch ist die Sache klar. Ja? Das Recht auf Gesundheit als Menschenrecht ist nicht abhängig von irgendeinem Aufenthaltstitel, aber faktisch dann oft genug doch. Mhm. Und da sind wir dann doch auch wieder, ich sagte schon, einigermaßen nah an dieser Arendtschen Figur, wenn man die etwas variiert, das Recht dazuzugehören. Auch das Recht auf Gesundheit ist ein Recht dazuzugehören, ein Recht auf Zugang. Nicht ein Recht auf gesund sein. Das wäre absurd. Ja, ja. Das kann ich jetzt auch recht gut mit unserem Selbstverständnis in Übereinklang bringen, weil wir uns nämlich zu einer Brückenfunktion verstehen zur Regelversorgung. Mhm. Also, und die Regelversorgung, die wäre ja dann dafür da, wenn dieses, also wenn ein gefestigter Aufenthaltstitel da ist, aber bis dahin überbrückend sozusagen, so verstehen wir unseren Auftrag, auch, wir verstehen ihn auch nicht so, die Betreffenden auszutherapieren sozusagen, also weder medizinisch gesehen noch noch psychologisch gesehen, sondern eben diese Vermittlungsfunktion, Überbrückungsfunktion, Stabilisierungsfunktion erstmal zu erfüllen, damit dann idealerweise später die Regelversorgung greifen kann. Und das würde ja recht gut mit dem korrespondieren, was du gerade ausgeführt hast. Hm? Genau. Genau, also tatsächlich Zugang, die Brücke ermöglicht Zugang, kann man ja so sagen. Ne? Die Überbrückung hat dann nicht nur das Provisorium, sondern tatsächlich auch den Zugang. Ja, als Metapher. Okay. Gibt es eine Wortmeldung? Ja, also dazu scheint es mir jetzt einen zentralen Unterschied im Arendtschen Sinne zu machen, ob man, wie Sie erst ausführten, dann sagt man erweitert, dass den Vertrauensschutz in Richtung Gesundheitsämter, das wäre das Recht auf Gesundheit, oder man geht in Richtung Legalisierung von Illegalisierten, das wäre das Recht auf Rechte, das Recht auf Zugang. Genau, also, ich meine, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Also vor langer Zeit mal im Deutschen Institut für Menschenrechte tätig war in der Leitung, hatten wir damals auch eine Menge Diskussionen genau um die Möglichkeiten, tatsächlich diese Zugänge zu schaffen. Und manche Wege sind eher Wege der Anonymität, andere Wege sind Wege der Formalisierung oder erweiterter Vertrauensschutz. Ich meine, der entschiedenste oder systematischste Weg wäre zu sagen, was heißt schon illegal? Also illegalisiert, Sie haben den Begriff illegalisiert verwendet, der dem Ganzen natürlich dann nochmal einen Unrechtscharakter gibt. Ich würde jetzt zwar sagen, Menschen, die Staaten haben schon die Möglichkeit, auch Einwanderungsrecht zu gestalten. Aber wir kommen ja immer mehr in die Situation, wir werden ja noch ganz andere Flüchtlingsbewegungen erleben, auch im Zuge von Wüstenbildungen, im Kontext von Klimawandel, wo man auch, glaube ich, über eine sehr viel weiter gedachte Freizügigkeit noch nachdenken muss. Und übrigens, ich weiß nicht, hinter mir, dieses Bild da, das ist nicht Hannah Arendt, das ist Immanuel Kant, so ein bisschen verpoppt. Der hat in seinen Spätschriften davon gesprochen, es gebe, also es sei eine Art Vernunftannahme, ein Vernunftpostulat, dass die Menschheit die Erdoberfläche gemeinsam besitzt, ursprünglich. Ursprünglich heißt nicht historisch ursprünglich, sondern dass es einen systematischen Vorrang gibt des Gemeinbesitzes der Menschheit an der Erdoberfläche gegenüber allen spezifischen Besitztümern.
privatrechtlicher oder öffentlich-rechtlicher Art. Weshalb also Staatsgrenzen niemals hermetisch sein können. Das ist Kants Weltbürgerrecht. Er hat damals an Phänomene gedacht, die jetzt für uns heute vielleicht weniger wichtig geworden sind. Aber man kann, ich glaube, auch von Kant her systematisch Argumente entwickeln. Da muss man ihn natürlich kreativ weiterdenken, die gerade im Kontext von Klimawandel noch und ähnlichen Eruptionen, das noch oder Transformationen unserer Wirklichkeit, die dem nochmal eine ganz neue Konsequenz dann einziehen. Was das heißt, also der gemeinsame Besitz der Menschheit ist systematisch gesehen vorgeschaltet gegenüber all den spezifischen erworbenen Besitztümern, die wir jetzt auch nicht mit einem Federstrich wegfantasieren können, mit denen wir irgendwie umgehen müssen, die aber jedenfalls dieses Gemeinsame nicht verdecken und blockieren dürfen. Nichts entscheidet über die Lebenschancen eines Menschen so sehr, wie der Zufall, in welchem Teil der Welt wir geboren sind. Ob in Norwegen oder Burkina Faso, ob in der Schweiz oder in Kambodscha. Der bloße Zufall, in diesem oder in jenem Land geboren zu sein, entscheidet über die Lebenschancen von Menschen bis Lebenserwartung statistisch dann 20 Jahre mehr oder 30 Jahre mehr und auch sonst Lebenschancen in jeder Hinsicht. Und je mehr wir auch faktisch erleben, wie wir gemeinsame Herausforderungen von Klimawandel bewältigen und anders, desto absurder wird dieser Zufall in seinen unglaublichen Auswirkungen. Ich bin, wie gesagt, auch sehr realistisch und möchte jetzt keine einfach utopischen Projekte hier skizzieren, aber ich glaube tatsächlich, die Wirklichkeit selbst zwingt uns dazu, auch über diese Dinge noch sehr viel intensiver nachzudenken. Und so etwas wie eine weltweite Freizügigkeit klingt heute ganz utopisch, aber ich glaube, da ist viel mehr Dystopie in die Utopie vermischt, sehr viel Realismus, sehr viel mehr, als man denkt. Und Kant hat manches davon vor über 200 Jahren schon ausbuchstabiert, erstaunlich weitgehend. Da danke ich jetzt dafür, dass du das nochmal so entwickelt hast, weil das ist mir noch, war mir noch wichtig, dann vielleicht auch abschließend, weil wir marschieren auf die 2 Stunden zu und das sollte dann wirklich die Grenze sein. Also Stichwort neue Herausforderungen, globale Herausforderungen, radikale Herausforderungen und Kant kreativ weiterdenken. Das hat ja auch Ottfried Höffe gemacht, auf dessen Utopie, Real-Utopie-Vision einer Weltrepublik. Das ist noch gar nicht so lange her, dass ich darauf gestoßen bin. Und seitdem bin ich, muss ich gestehen, überzeugter Anhänger davon. Jedenfalls als Fernziel, jedenfalls langfristig gesehen. Und bei der Vorbereitung jetzt auf dieses Gespräch ist bei mir der Gedanke aufgetaucht, dass das doch möglicherweise eine Einlösung dessen sein könnte, wie gesagt, um es nochmal zu betonen, real-utopisch und visionär gedacht und was weiß ich, wie lange das noch dauern könnte, aber es könnte so gesehen eine Einlösung dessen sein, was Arendt selber ja geschmerzt hat, also dieser Stachel der Aporien der Menschenrechte. Das hat sie ja selber geschmerzt. Deswegen hat sie ihn, denke ich, auch so reingetrieben. Und deswegen hier nochmal, du hast vorhin ein Arendt-Zitat vorgelesen, aber nur halb. Aha. Und hast, denke ich, ein oder zwei Sätze weggelassen, die ich mir als besonders wichtig notiert hatte. Das ist dieses Zitat, dass das Recht auf Rechte oder das Recht jedes Menschen zur Menschheit zu gehören von der Menschheit selbst garantiert werden müsste. Und ob dies möglich ist, ist durchaus nicht ausgemacht. Und da geht das Zitat jetzt weiter. Denn entgegen allen noch so gutwilligen humanitären Versuchen, neue Erklärungen der Menschenrechte von internationalen Körperschaften zu erlangen, muss man begreifen,
dass das internationale Recht mit diesem Gedanken seine gegenwärtige Sphäre überschreitet, nämlich die Sphäre zwischenstaatlicher Abkommen und Verträge. Und das ist jetzt ganz besonders wichtig, und eine Sphäre, die über den Nationen stünde, gibt es vorläufig nicht. Das heißt, was sozusagen, was, also was sie da anvisiert, ganz undeutlich natürlich und auch eher in der Negation, ist doch das Desiderat einer Sphäre, die über den Nationen steht, die also auch noch über den Vereinten Nationen steht, der über der UNO steht gewissermaßen, also die UNO sogar noch überformt, von der sie ja, wie ich jetzt nochmal nachgelesen habe, offensichtlich nicht allzu viel gehalten hat. Und das wäre doch dann die globale Sphäre, würde ich mal sagen. Das visiert sie an. Und das, jetzt möchte ich hier nochmal, ich hoffe, ich finde das jetzt mal, hier, wenn hier schon von Zukunftsvisionen die Rede ist, dann möchte ich doch auch nochmal die vorlesen von Hannah Arendt selbst. Man glaubt es kaum, nachdem man diese ganzen, also sie konnte nicht nur sarkastisch und polemisch sein, sie konnte auch emphatisch und visionär und sagen weiträumig sein. Dieses Zitat, das möchte ich nämlich auch nochmal vorlesen. Dies kleinste Vorhaben, die Menschenrechte zu verwirklichen, ist gerade wegen seiner einfachen Grundsätzlichkeit das Allergrößte und das Allerschwerste, was Menschen sich vornehmen können. Und nur ein Volk in Gemeinschaft mit anderen Völkern kann dazu beitragen, auf der von uns allen bewohnten Erde eine von uns allen gemeinsam geschaffene und kontrollierte Menschenwelt zu konstituieren. Erstaunlich. Also bezieht sich auf die Menschenrechte. Also da, dieser Spagat ist, den Hannah Arendt da vollführt, ne? Weshalb du völlig recht hast. Man kann sich da nie sicher sein. Man kriegt dann, beim nächsten Buch kriegt man eine auf die Finger, wenn man sich da irgendwie festgelegt hat. Ja. Aber das habe ich mir jetzt mal erlaubt, in Verbindung zu bringen oder auch als eine vage Aussicht auf eine Weltrepublik zu interpretieren. Und um das jetzt noch mal ein bisschen zu substanzieren, möchte ich jetzt auch noch ein Zitat von Ottfried Höffe vorlesen. Zu seiner subsidiären und föderalen Weltrepublik. Was ihm also nicht, ihm schwebt nicht so etwas wie ein Weltstaat vor. Ihm schwebt nicht so etwas vor wie eine homogene Weltregierung, sondern eben eine subsidiäre und föderale Weltrepublik, so ähnlich vielleicht wie die Europäische Union, aber eben dann nochmal eine Stufe höher sozusagen auf der globalen Ebene, auf der globalen Sphäre, von der man dann mit Hannah Arendt sagen kann, das müsste dann aber auch tatsächlich die internationale Sphäre nochmal überformen und umformen. Jetzt also Zitat Höffe. Die geforderte subsidiäre und föderale Weltrepublik ist eine Utopie des noch nicht. Da hat er wohl Ernst Bloch ein bisschen im Sinn, was mir sehr sympathisch ist. Ein Ideal, dessen Verwirklichung die reale Menschheit rechtsmoralisch verpflichtet und zu dem sie glücklicherweise schon ein wenig unterwegs ist. Die vielfältige Globalisierung, das hast du jetzt auch angesprochen mit Klimakatastrophen und auch diesen Institutionalisierungen, die du genannt hast, die vielfältige Globalisierung schafft oder verschärft einen Handlungsbedarf, der, soll er den Ansprüchen von Recht, Gerechtigkeit und Demokratie genügen, nach einer Rahmenordnung verlangt, die an die Stelle der Gewalt das Recht setzt, das Recht auf Gerechtigkeitsprinzipien verpflichtet und das gerechte Recht einer subsidiären und föderalen Weltrepublik überantwortet. Das ist nun wahrlich utopisch, real utopisch und visionär und als Ideal gesehen, aber so wie die Dinge im Moment stehen, nach der Entwicklung, die du vorhin so schön und überzeugend ausgeführt hast, aber auch mit diesem etwas nüchternen Endbewertung und aber auch gleichzeitig den Hoffnungsschimmer mit Fridays and Future und so,
ich kann mir mittlerweile zu dem, was Höffe da formuliert hat, ehrlich gesagt gar keine Alternative mehr vorstellen. Und deswegen wollte ich dich fragen, was da dein Eindruck dazu ist. Ob man das tatsächlich so in Verbindung bringen kann, ob man tatsächlich sagen könnte, angenommen diese Weltrepublik wäre realisiert, dann wäre der, also ganz idealiter gesprochen, dann wäre der Stachel der Aporien der Menschenrechte, den Arendt uns eingerammt sozusagen, dann wäre der rausgezogen. Kann man das so sagen oder ist das blindlings idealistisch? Du hast jetzt natürlich gerade den Konjunktiv verwendet. Wäre, wäre, hätte, hätte, hätte. Also ich glaube nicht, dass wir den Stachel jemals rausziehen werden. Mhm. Ich glaube, dass wir immer im Modus des noch nicht verbleiben werden. Also mir sind sozusagen alle Utopien, die dann irgendwann die Endgültigkeit erreichbar zu machen scheinen, ein bisschen suspekt. Ich glaube aber, die Kehrseite ist, auch wenn der Stachel immer drin bleibt, wahrscheinlich, also auch der Stachel der Unruhe, der Unzufriedenheit, der Reformnotwendigkeit, der Kritik, wir sind immer ein Stück auch unterwegs. Und da möchte ich nochmal Koblenz nennen. Koblenz steht genau dafür, dieser Prozess gerade, wo Deutschland der Sache nach einen Gerichtsprozess, also einen Gerichtsprozess durchführt, der Sache nach im Namen der Menschheit geführt wird. Also das heißt, wir müssen es aktiv antizipieren, nicht träumen. Manchmal klingt das Utopische immer wie ein Traum, ja? Wishful thinking, ne? Der kategorische Konjunktiv, es wäre ja so schön, wenn, ne? Sondern sozusagen die Antizipation hier und jetzt, also dass eine Staatsanwaltschaft tatsächlich das Völkerstrafgesetzbuch anwendet, Weltrecht anwendet. Das ist nicht international, das ist weltbürgerlich. Und damit haben wir in der Tat eine andere Kategorie. Also was Höffe da sagt, ist ja, Höffe ist ja im Grunde auch sehr stark in der Linie von Kant. Kant hat ja gesagt, es gibt das innerstaatliche Recht. Es gibt das zwischenstaatliche Recht, das ist das internationale. Aber es gibt sozusagen etwas wie eine Rahmenordnung, die darüber hinausgehen muss, weil auch die Verhältnisse so sind. Und damals war von Klimawandel nicht die Rede, aber heute ist das aber geradezu das Paradigma dafür, ja, was sich durch eine bloß zwischenstaatliche Ordnung nicht mehr begreifen lässt. Aber es ist nur ein Beispiel. Und eben auch die Ahndung von Crimes against Humanity, das, was wir im Deutschen falsch übersetzen mit Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Menschheitsverbrechen, verlangt eine Menschheitsantwort. Und Koblenz, das jetzt nur ganz praktisch, ja? Okay. Relativ nah dran, Koblenz ist ein Prozess gegen Crimes against Humanity, wo deutsche Gerichtsbarkeit im Namen von Humanity gegen Crimes against Humanity spricht. Das macht das Weltstrafrechtsprinzip möglich. Da sehen wir es. Tatsächlich ein Stück weit Realität. Es ist ein Stück weit Realität, auch jetzt schon. Insofern nicht nur Traum und nicht nur ein Postulat einer ganz anderen Welt. Lieber Heiner Bielefeld, ich bedanke mich sehr im Namen aller, denke ich, für diese am einerseits ernüchternden, also im guten Sinne ernüchternden und gleichzeitig aber auch nach vorne weisenden Worte und Ausführungen. Ich fand das ein ungeheuer anregendes, spannendes Gespräch mit sehr interessanten Bögen, die wir da drin hatten. Das glaube ich, also bei mir jedenfalls, und ich gehe mal davon aus, auch bei den anderen noch eine ganze Weile nachwirken wird. Und da wir es ja auch ins Netz stellen werden, da wir es auch bei YouTube einstellen werden, hoffe ich, dass über die überschaubare Runde von heute Abend da auch noch einige andere daran teilhaben können. Die 2 Stunden haben wir voll. Herzlichen Dank für deine Zeit, herzlichen Dank für deine
tiefgründige Expertise, die du über die Jahre da in verschiedenen Feldern dir erarbeitet hast, dass wir daran teilhaben durften. Vielen Dank für die Einladung und weiter alles Gute für das wichtige Engagement. Danke. Alles klar. Tschüss. Danke. Tschüss. Ja.